Microphone muted. Sound muted. Herzlich willkommen im Taskforce TV. Ich bin Damon und wir spielen Star Wars, das Pen and Paper Rollenspiel über Roll20. Sound resumed. Microphone activated. So. Herzlich willkommen zur nächsten Runde Combat Squad 667, Episode 2, Angriff auf Nar Shaddaa. Jetzt habe ich direkt die Frage am Anfang: Wollt ihr die Charaktere vom letzten Mal behalten oder wollt ihr komplett neu würfeln? Ich bleib bei meinen. Ich würde auch bei meinen bleiben wollen, aber gegen neu würfeln habe ich eigentlich auch nicht. Mir ist es auch egal. Ist egal. Okay, weil wir haben zwei neue Spieler. Und dann würde ich sagen, behält Maverick auf jeden Fall seinen Jump Trooper, mit dem ihr so viel Spaß hattest, ne? Genau. Ja, und die anderen, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr würfeln möchtet für einen neuen Charakter. Ich bleib der Medizinmann. Okay. Lukas? Ja, ich möchte den anderen eine Chance lassen, auch gegebenenfalls, dass ich bin, wird dann bei mit Neuwürfen mitmachen. Okay, das heißt, der Jump Trooper und der Medic sind belegt. Der Heavy Weapon Trooper wäre wieder frei. Ich ändere das mal eben hier. Der Sniper ist frei. Weil der Timo heute nicht kann. Und wir haben noch den Sprengstoff-Spezialisten. Der ist dann auch wieder frei. So wie der normale Stormtrooper. Ich gebe den Sprengstoff-Spezialisten nochmal eben frei. Okay, dann alle einmal würfeln, die gerne einen neuen Charakter hätten. Und dann könnt ihr euch die in der Würfelreihenfolge aussuchen. Oder ihr einigt euch so, das ist mir egal. Oder was wolltest du würfeln? Ja, 20 würde ich sagen. Sorry. Okay, dann darf zuerst der Lukas sich was Neues aussuchen. Was möchtest du haben? Ach, dann nehme ich den Sniper dieses Mal. Den Sniper. Für den Lukas. Müsstest du angezeigt kriegen. Dann der John. Gib mir mal 2 Sekunden. Sprengstoff und Stormtrooper ist frei, ne? Ja. Und Heavy Weapon, ne? Ja, Heavy Weapon Trooper ist auch noch frei. Gib mir 2 Sekunden. Ja. Kannst du den Heavy Weapon mal frei machen, dass ich da die Stats sehe? Ja. Der müsste frei sein. Guck nochmal. Nee, bei mir nicht. Dann gebe ich dir den mal speziell. Jetzt? Nope. Jetzt? Jetzt. Okay. Und
Also von Stats her sind die ungefähr alle gleich. Die sind halt alle nur ein bisschen spezialisiert auf ihr jeweiliges Fachgebiet. Oder halt auf brachialen Waffenschaden im Fall vom Stormtrooper. Mir und Leandra ist es egal, haben wir festgestellt. Ich nehme den Stormtrooper. Ich nehme Heavy Weapon. Okay. Den Heavy Weapon hast du ja eh schon, ne? Dann kriegt die Leandra noch einen Stormtrooper. So, jetzt muss ich das nur mal kurz bei meinen Aufzeichnungen ergänzen. Lukas, welchen hattest du jetzt? Den Sniper. Den Sniper. Oh. Oh, oh, oh. Dennis ist weiterhin Jump Trooper, Christian ist Medic. Genau. Florian ist nicht da. Leandra ist Stormtrooper. Und Markus ist Heavy Weapon, ne? Yep. Alles klar. Möchtet ihr dann euch und eure Charaktere einmal vorstellen? Fangen wir mal beim Lukas an. Prima. Mein Klontrooper war ein Führer aus dem Klonkriegen und hat den Codenamen 07852 und ist nach den Klonkriegen halt, hat sich dem Imperium angeschlossen, weil er nach der Order 66 sich weiterhin auch der Meinung war, dass die Jedis eigentlich nur Verräter sind und dass das Imperium die richtige Sache getan hat. Dennis. Ja. Mein Stormtrooper ist doch der Jumptrooper TJ-158. Ich bin sehr waghalsig, stürze mich immer in die neuesten Abenteuer und in die neuesten Missionen, um natürlich meine Aufgaben im Militär natürlich gute Dienste zu leisten. Seit dem letzten Squad habe ich jetzt viele neue Kameraden kennengelernt und ich bin gespannt, wo uns der Weg jetzt weiterhin führt. Sehr gut. Christian? Ja, ich bin der Medic. Ich bin Star-Absolvent von der Imperium-Schule für Medizin. Hab direkt meinen ersten Einsatz mit den anderen Jungs hier erfolgreich überstanden und freue mich auf neue Abenteuer mit euch. Yeah. John. Ja, ich bin der Neue im Team und da ich gerade von der Akademie komme, also von der Ausbildung, hat irgendwer sich gedacht, geben wir dem doch die schwerste Waffe. Wenn er daneben schießt, platzt vielleicht was ab und tötet den Gegner trotzdem. Wir sind da und helfen dir. Alles gut. Leandra? Wie auch schon mein Vater, wollte ich als einzige Tochter in die Fußstapfen meines großen Vorbilds treten. Meine Eltern finden das aber nicht so toll, weil als Mädchen hätte ich andere Aufgaben haben können, aber ich wollte unbedingt Stormtrooper werden. Und gerade frisch von der Akademie freue ich mich auf die Abenteuer. Yeah. Man beachte große Ziele und ist zur Armee gegangen. Naja, zum Imperium, ne? Ist ja auch die herrschende Macht da. Und das Outro des letzten Abenteuers, damit würde ich anfangen, ist in dem Fall nur für Dennis und für Christian. Ja, auch noch für den anderen, für den alten Char vom Lukas. Ihr wart ja zuletzt auf Bakura und habt da die Base infiltriert. Ihr habt, nachdem ihr die Rebellen da getötet habt, habt ihr noch ungefähr an einem Tag die Kommunikationsanlagen repariert. Zwei weitere Tage später ist ein Shuttle gekommen und hat euch abgeholt. Dadurch, dass die Rebellen nicht mehr Zugriff auf die Geschütze von der Base hatten, konnte also euer Shuttle da problemlos landen dann. Ihr werdet mit dem Lambda-Shuttle in Richtung Coruscant zur Hammerhead Station geflogen.
Die Raumstation ist ein Imperial 1 Class Star Destroyer, ein Sternzerstörer. So. Und mobil in der Galaxie stationiert. Das Personal der Hammerhead besteht aus ca. 50.000 Personen. Der Platz reicht für um die 10.000 Soldaten und diverse große und kleine Raumschiffe. Ihr verlasst nach der Landung schnell den Laderaum des Shuttles, um euch die Beine zu vertreten und gelangt so durch die Lageluke in den Hangar der Hammerhead. Ihr seht in den riesigen Hangar, in dem einige TIE Fighter, TIE Jäger und diverse andere Truppentransporter starten, landen und gewartet werden. Eure Helme mögen euch behindern, allerdings ist das Tragen der Helme Pflicht, so lange, bis ihr den Befehl erhaltet, die Helme abzuziehen. Die Halle gibt jedes Geräusch laut wieder. Ihr hört die Geräusche von Metall auf Metall, die durch die Reparaturen erzeugt werden. Es riecht nach verbrannten Kabeln und nach abgestandenem Treibstoff und Öl. Euch bleibt nur ein kurzer Moment, um die Atmosphäre der an den Schiffen arbeitenden Techniker, herumeilender Sturmtruppler und imperialer Offiziere, die versuchen den Überblick zu behalten, in euch aufzusaugen. Eine streng aussehende braunhaarige Frau in Offiziersuniform kommt, flankiert von einem männlichen imperialen Offizier mit kurzen Haaren sowie einem RA-7-Protokolldruiden auf euch zugelaufen und salutiert. Warte, dafür hatte ich eigentlich noch ein Bild. Genau. Das ist so die Situation im Hangar des Sternzerstörers. Und rechts unten ist der Protokolldruide. Für das Imperium. Mein Name ist Sergeant Yesha Pressin. Squad 667 wurde mir unterstellt. Wir haben zu reden. Bitte folgen Sie mir. Für das Imperium. Du bist aber noch gar nicht da. Also, zurückgeflogen aus Bakura wurden ja so gesehen nur Dennis, Christian und Lukas. Also soll ich gerade noch temporär meinen alten Charakter spielen? Ja, genau. Allerdings endet das jetzt, weil dein alter Charakter kriegt gerade einen Funkspruch. Der soll sich bei Sergeant Ton Flautis melden, unverzüglich, ebenfalls auf der Hammerhead Station, und du kriegst die Koordinaten. Ja, ich bewege mich mit meinem alten Charakter dann dahin. Mach's ja. Der Sergeant, beziehungsweise die Sergeantin, guckt kurz kritisch, scheint dann aber auch einen Funkspruch zu kriegen und nickt einfach. Dann folgen sie beiden mir. Roger. Ihr lauft ein bisschen durch den Hangar und betretet einen Aufzug am Ende des Hangars. Die sterile Atmosphäre ist eine willkommene Abwechslung zu dem Chaos des Kampfes. Am Ende des Hangars führt Sergeant Yesha Pressin einen Kotzylinder in die Wand neben einer Blastür ein, die offensichtlich zu einem Aufzugsschacht führt. Haben Sie Kriegsgebeute gemacht? Dann deponieren Sie diese bitte hier in der Cargokiste. Der Gegenwert wird Ihnen wie immer in Credits überwiesen, sagt sie zu euch. Das ist üblich, dass ihr, wenn ihr Blaster gefunden habt etc., die nicht behalten dürft. Okay, wie kann ich jetzt nochmal auf meinen Charakter zugreifen? Ups, so. Auf der rechten Seite. Ach, genau, ja, hab schon. Habt ihr euch Kriegsbeute aufgeschrieben? Nein. Sachen, ne? Okay. Dann kommt ich der weiß, Aufzug. Ich hatte mal aber meine Pistole, da war ich mir eigentlich recht sicher. Eine Pistole? Aber egal, ja, erstmal jetzt nicht. Ja, wir hatten noch Waffen übernommen von denen, die wir da übernommen haben. Für die wir uns die Verkleidung also uns da verkleidet hatten, genau. Dann kriegt ihr pauschal 2000 Credits überwiesen auf euren Credit Stick. Ding! Money, money. Und eine Blastür geht auf mit einem zischenden Tschst. Folgen Sie mir bitte. Und ich nehme an, ihr steigt in den Aufzug ein. Ja, ich, also eigentlich irgendwie lustig, ich habe gerade genickt, aber hätte ich vielleicht sagen sollen. Ja, die Jessa, der Offizier, der euch bisher nicht vorgestellt worden ist, und der Protokolldruide, dessen Namen ihr ebenfalls nicht kennt, steigen auch in den Aufzug ein. Da ist aber ein relativ großer Cargo-Aufzug, würde ich sagen, und da ist noch einiges am Platz.
Als die Aufzugstür wieder aufgeht, kurze Zeit später, lauft ihr durch einen Gang, der in einen... Wen haben wir verloren? Mich habt ihr verloren. Die Leandra, sie spricht trotzdem zu uns. Du musst dich mal, wenn du einen Knopf hast an dein Herz oder so, zu mir, dann melde dich da drüber. Wärst du nicht rausgeschmissen. Ah. Ist okay, ich mach das so. Und ihr werdet in einen Meetingraum geführt. Der sieht so aus. Die Jessa ist hier. Jescha, sorry. Hier ist ihr Offizier. Und das soll der Protokolldruide darstellen. Ihr habt noch eine Menge Platz. Die restlichen Tische sind nämlich leer. Und ihr könnt euch da gerne mit euren Figürchen hinsetzen. Wenn ihr das gemacht habt, switchen wir zu den anderen. Ups, zweimal. Brauchen wir nicht. Ich will jetzt den doppelten Platz beanspruchen. Too much. Ich bin ein bisschen größer. Gehst du auf deinen Charakter und dann hast du ja so, wo du auch die Credits gerade Bio konntest. Ja. Gehst du auf der linken Seite. Wie packe ich jetzt den Angler raus? Achso, schon gut. Witzig hier. So. Edit war das. Nee. Einfach den Namen drücken und dann rüberziehen. Jawohl. Wir warten noch kurz auf die anderen. Ihr Squad wird aufgestockt. Sie hatten Verluste, sagt die Jescha. Verluste? Welche Verluste? Abwanderungen. In dem Moment switchen wir zu Lukas, John und Leandra. Ihr befindet euch nämlich ebenfalls schon auf der Hammerhead Station. Ihr wurdet in letzter Zeit von Coruscant aus dahin geflogen. Ihr wisst nicht genau, wo die Station sich befindet. Aber weil ihr keinen Hyperraumsprung gemacht habt, wisst ihr, dass die Station nicht allzu weit von Coruscant entfernt sein kann. Man hat euch dahin gebracht als Verstärkung, weil zu diesen Zeiten die Squads ziemlich schnell Leute verlieren und Squads dementsprechend neu zusammengesetzt werden sollen. Und so erhaltet ihr einen Funkspruch von einem Sergeant, von einem Corporal, Fire or Pace. Wir setzen ein neues Squad zusammen. Wir müssen ein altes Squad verstärken. Kommen Sie in Meetingraum 402. Ihr kennt euch auf dem Sternzerstörer schon ein bisschen aus und habt auch Maps davon. Und deshalb könnt ihr ungefähr wissen, wo Meetingraum 402 ist. Ich mach mal eine Map auf und guck die anderen beiden fragend an. Habt ihr eine Ahnung? Also ich kenne mich mit den neueren Modellen von diesen Schiffen nicht so gut aus. Ich kenne halt noch die alten aus der Republik nur. Ja, ich kram mal die Karte raus und falte sie in Gänze auf und guck mal, ob ich irgendwo unseren jetzigen Standort finde. Findest du, ja. Also ihr habt eure Rüstung, haben alle Ortungsgeräte drin. Das heißt, ihr könnt euch im Moment einzeln anzeigen lassen. Wenn ihr wieder einem Squad zugeordnet seid, könnt ihr euch auch halt den Squad anzeigen lassen. Zusammen. Ist das eine Navigationsfunktion? Ja, machst du eine Computer Use gegen 10. Wow. Das scheint sie problemlos hinzukriegen. Ihr müsst über Lastenaufzug 24C
und dann einfach nur den Gang ein bisschen lang auf dem vierten Deck von einer dreistelligen Anzahl an Decks auf dem Todesstern. Ja, dann würde ich mal sagen, los geht's, Leute. Ihr macht euch auf und ihr betretet, nachdem die Leandra euch den Gang gewiesen hat, den Meetingraum, wo bereits zwei Stormtrooper, die beiden Offiziere und der Druide drin sind. Ah, sehr gut. Da ist ja die Verstärkung. TK391. Trooper IA88. Und jetzt muss ich es mir auch. Ich habe hier noch kein tolles Management meiner Unterlagen. Ah. Und Sniper TS127. Ja, sind nicht durch. Setzen Sie sich, dann können wir beginnen. Wer ist denn hier der? Der Stormtrooper. Ich hab da kein Bild dran, es tut mir leid. Kann grad... Oh oh. Möchtest du dir ein Bild reinmachen? Das kannst du in deinem Charakterbogen. Na, wo ist er? Bei Edit, da kannst du eine Pfeil reinziehen. Ja, ich mach das nebenbei. Okay. Dann fängt die Yesha Prasin jetzt an zu reden. Der heldenhafte Einsatz von Squad 667 auf Bakura hat uns den Namen einer Kontaktperson der Rebellen auf Nar Shaddaa geliefert. Wir vermuten, dass Aleth Hesh Rebellen rekrutiert und Kontakte herstellt. Das ISB hat Aleth Hesh beschattet und uns mitgeteilt, dass Aleth Hesh einen Umzug vorbereitet, Ziel unbekannt und vermutlich seine Flucht plant. Wenn ihr nicht wisst, was das ISB ist, könnt ihr eine Probe auf Knowledge Galactic Lore machen oder auf Gather Information. Und wenn ihr das wissen möchtet. Das sieht schon mal gut aus. Ja, dann wisst ihr alle selbstverständlich, das ISB ist die Kurzform für Imperiales Sicherheitsbüro, ist ein Geheimdienst für illoyales Verhalten, also ein spezieller Geheimdienst noch, neben den üblichen Spitzeln des Imperiums. Die Statuten dazu sind eindeutig, fährt Yesha fort. Hochrangige Mitglieder der Rebellenallianz sind für das Verhör durch das ISB gefangen zu nehmen. Alle übrigen werden eliminiert. Stürmen Sie sein Penthouse und bringen Sie Aleth Hesh lebend zur Hammerhead Station. Für das Imperium. Für das Imperium. Haben Sie Fragen dazu? Was ist aus unserer alten Crew geworden? Die wurden abkommandiert zu einem anderen Auftrag. Sie dienen dem Imperium, nicht ihrem Squad. Weitere Fragen? Vielleicht zum Auftrag. Wäre schön, wenn ich vielleicht nochmal Munition auffüllen könnte. Selbstverständlich. Sie erhalten Munition, genug Granaten. Sie erhalten ein Shuttle, das für sie geflogen wird, oder sie können es selber fliegen. Nach Nar Shaddaa. Wie sie es wünschen. Könnten wir eine Karte von dem Penthouse und des Ziels erhalten? Das ist mal eine intelligente Idee. Das ISB hat die Umgebung beschattet. Das Penthouse von Aleth Hesh ist auf diesem Bild, das unten rechts. Sein Penthouse befindet sich in Etage 265, das ist der oberste Stock. Sie werden vom Dach aus gut zugreifen können. Oder sie versuchen es durch die Tür.
Haben Sie irgendwelche Aktivitäten von Rebellen in der Gegend bemerkt? Nun, es ist so. Nashadar befindet sich im Huttenraum. Es ist der Mond von Nalhutta. Dort herrschen die Hutten. Und die Hutten erkennen die Macht des Imperiums an. Ihnen ist aber auch klar, dass wir keine schlagkräftige Truppenpräsenz im Huttenraum haben. Die Rebellen rotten sich dort zusammen und werden von den Hutten toleriert. Feinden Sie sich nicht mit den Hutten oder anderen Gruppierungen auf Nashadar außer den Rebellen an. Falls Sie es doch tun sollten, sind Sie auf sich allein gestellt. Nashadar ist ein guter Nährboden für Rebellen. Und für sonstiges anarchistisches Gezücht. Okay. Geplante Kampfdauer? So, wissen wir, wie wir wieder abholbereit sind? Es ist etwas Eile geboten. Wegen des Umzugs. Das heißt, im Optimalfall wird es ein schneller Zugriff. Rein raus. Wir werden keine Funkverbindung zur Hammerhead Station halten. Das heißt, Sie sind unser einziges Team und Sie müssen uns alle Tesch lebend bringen. Das ist Ihr Auftrag. Alle Tesch lebend bringen. Rebellen dürfen aber eliminiert werden. Selbstverständlich. Das sind die Statuten. Hochrangige Mitglieder der Rebellenallianz sind für das Verhör durch das ISB gefangen zu nehmen. Alle übrigen, und dazu gehören alle anderen Rebellen, werden eliminiert. Das ISB hat ein Foto von Aletesh anfertigen können. So sieht er aus. Ganz schön hässlich, Mann. Und deshalb stellen Sie ihn uns zu. Der Geheimdienst wird sich um seine Visage kümmern. Gibt es eine Karte vom Absetzpunkt? Wir können sie nur bis zum Raumhafen. Raumhafen Mesenti fliegen. Von dort aus müssen sie mit Speedern weiterfahren. Verstanden. Außer wir fliegen alleine? Gab es da auch die Möglichkeit, alleine zu fliegen? Kann einer von uns fliegen? Da wir alle vom Imperium trainiert sind, sollten wir eigentlich alle in der Theorie fliegen können. Dann guck mal, ob er Pilot hat. Nur bei einer Sturzlandung, glaube ich. Da müssen wir wieder würfeln. Da bin ich mir sicher. Ich habe Pilot. Was hast du? Also welchen Wert? Ei. Wow. Was genau? Pilot. Er hat 3. Der, ach so, warte. Pilot? Ich habe auch 3. Ja, okay, dann lass mich mal lieber nicht fliegen. Ich glaube, ich sollte auch nicht fliegen. Wenn ich wieder Jetpack drauf habe, dann geht wieder gar nichts. Dann stürzt das Flugzeug ab, bevor ich überhaupt an Bord bin. Sag mal, kann ich alles auf dem Cheat oder nur das Trained? Nur das Trained. Also du kannst prinzipiell auf alles würfeln, außer auf Mechanics ist das, glaube ich. Also, lass mich mal gucken. Na. Steht hier auf dem Heldenbogen nicht vermerkt. Ich glaube, es war Mechanics. Du kannst auf alles würfeln, aber du hast halt bei dem, was du nicht trained hast, hast halt wesentlich geringere Werte. Wir gehen davon aus, dass Aletesh von mehreren Bodyguards bewacht wird. Genau, da wollte ich etwas fragen. Weiß der Geheimdienst von irgendeinem sonstigen Sicherheits... irgendeine andere Sicherheitsmechanismen wie Überwachungskameras, Alarmsysteme? Nein, sie konnten nicht bis in sein Penthouse vordringen. Alles, was wir haben, sind die Fotos außerhalb des Penthouses. Sie sind 48 Stunden alt. Vor 48 Stunden haben wir dort keine nennenswerten Sicherheitsvorkehrungen gesehen.
Aletesh hat allerdings vielfältige Kontakte. Wir wissen nicht, ob es sich dabei um Rebellen handelt oder sonstige, aber er trifft sich sehr oft mit Leuten. Es ist möglich, dass er dazu fähig ist, schnell eine Truppe zusammenzurotten, falls er es drauf anlegt. Was sollte im Falle passieren, dass Benne unter seinen Leuten Hutten sich befinden? Er sympathisiert nicht mit den Hutten, machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Weitere Fragen? Wo ist mein Jackpack? Woher soll ich das wissen? Haben Sie das nicht mitgenommen? Ich bin mir nicht sicher. Wird dir einfach mal direkt vom Lohn abgezogen, mein Freund. Ach, scheiße. Ich hab ihn ausgezogen, das weiß ich noch. Ja, du hast ihn in den Wald gelegt, ne? Ah, kacke. Ich sag mal, du hattest innerhalb der 2 Tage, die ihr noch auf euer Shuttle gewartet habt, genug Zeit, den Jetpack wieder einzusammeln. Gut, also habe ich ihn. Ja. Willst du ihn aufziehen? Nee, dann nicht, weißt du, wo der ist, hast du ihn nicht. Nö, ich behalte ihn erstmal im Shuttle. 1000 Credits abgezogen. 3000 Credits und ich hab Drittpleite. Minus. Ja gut, wenn nur ein einfacher Blaster 2000 kostet, wie viel kostet dann ein Jetpack? Kannst du nackig gehen? Nee, keine Fragen. Doch. Es hieß, wir dürfen noch Granaten mitnehmen. Wie viele da Granaten darf jeder von uns mitnehmen? Eine, es sei denn, ihr seid der Sprengstoffspezialist. Dann dürft ihr 3 nehmen. Okay, das heißt, ich darf jetzt auf Admin eine Granate hinzufügen, oder wie? Ja. Gut. Sprengstoffspezialist haben wir diesmal gar nicht, ne? Nein. Was sind die Werte, die ich dafür eintragen muss? Ich gucke. W6 macht die, plus 1. Sollte aber eigentlich oberhalb im Charaktersheet schon drin stehen. Ja, ihr müsstet auch schon eine haben, also ein Charaktersheet. Wie viele durften wir jetzt mit haben? Eine. Eine? Ja. Großzügig. Ey, nicht. Ja, jetzt sind ja immerhin schon hier, ihr seid ja auch ein ganzer Squad. Wie viel Blaster für Munition habe ich jetzt? Ich habe jetzt gerade nur 47 Schuss. Habe ich auch nur, ich will das wieder 50 auf, ja? Ja, also ihr könnt 2 Munition, 2 Magazine, A50 Schuss mitnehmen. Sniper hat auch 50 Schuss oder nur die 30? Muss ich nachgucken, einen Moment. Ich glaube 30, aber kannst ja auch 2 Magazine einpacken. Okay. Selbiges gilt für Pistolen, könnt ihr euch noch ein Ersatzmagazin mitnehmen. Naja, ich hab ja sowas gar nicht. Ich auch nicht, ich hab nur okay. Rifle. Es existieren Balkons auf dem Penthouse von Aletesh, sagte Jescha. Die sind von oben nicht zu sehen, weil sie von oben überdacht sind. Moment. Die Balkone befinden sich ungefähr... Hier und hier.
An einem dieser Balkone müssten sie sich gut runterlassen können. Ja, gut. Wenn wir, wenn wir außerhalb abgelassen werden und den Rest mit Scootern dahin fahren müssen, wie kommen wir denn auf die Dächer? Wir haben Haken mit, womit die wir hochschießen können, dann hochklettern können. 30 Stockwerke. Oder wie hoch sind die Dinger? Ich hab ein Jetpack. Ist das nicht möglich, in einer Nacht- und Nebel-Aktion auf dem Dach zu landen? Irgendwelchen Stealth-Shuttle oder so? Das Shuttle ist zu groß, sie müssten die Speeder nehmen. Und das, ja, ist ein belebter Straßenzug. Er meint zu teuer, das Shuttle ist zu teuer. die Ökonomie stimmt nicht bei uns. Wir haben zwar Geld für so einen riesen Todesstern, aber nee, dafür nein. Wie hoch waren jetzt die Gebäude? 256, wenn ich mich recht erinnere. 256. Stock, also das sind... Gut, also Enterhaken kannst du knicken. Fast einen Kilometer hoch, ja. Ey. Ja. Wenn sie meinen, dass das Shuttle überhalb der Stadt positioniert sein soll, damit sie sich herablassen könnten, das würde zwar gehen, würde aber für einiges an Aufsehen sorgen. Und das würden die Hutten mit Sicherheit merken. Ja gut. Ja, mit den Hunden haben wir kein Problem. 256 Stockwerke nach oben laufen, ist halt um den Fahrstuhl. Ding, ding, ding. Und das Penthouse von Aletesh befindet sich im obersten Stock. Also wenn sie mit Speedern auf dem Dach landen, können sie sich leicht ablassen. Das würde ich vielleicht empfehlen. Okay. Muss jetzt nicht, dass man damit so hochfliegen kann. Wir versuchen es einfach. Ja, wir versuchen es. Wir sind waghalsig. Oh yeah. Ja, und für Besuch haben wir immer noch, darf ich auch nicht vergessen, ein paar Granaten jetzt. War das ein Lebensüberkommen, dass wir ein Leben nehmen müssen, sonst hätten wir einfach das Gebäude in die Luft jagen können. Bitte was? Nix, ein Alternativplan. Das ist Plan C. Gut, Scott, hat jemand noch Fragen? Haben wir unseren Rambo diesmal dabei? Nee, glaub nicht, oder? Wir waren, dass der dem Kerl das letzte Mal den Kopf abgehackt hat. Das ist unser Spring-Spezialist. Jetzt wissen wir auch, warum er versetzt wurde. Definitiv erstmal in der Psychiatrie gelandet. Verdammte Kacke. Alles klar, ich würde sagen, wir packen unsere Sachen zusammen und machen uns auf den Weg. Gut. Ihr Engagement lobe ich mir. Wer macht denn den Squad-Leader? Genau. Das wollte ich noch sagen. Meldet sich jemand freiwillig für diesen Auftrag als Squad-Commander? Und der Squad-Commander, guck mal, der hält so eine richtig schicke Schulterrüstung. So eine orangefarbene. Wow. Wenn das mal kein Anreiz ist. Da weiß jeder gleich, wie als erstes abschießt. Ich wollte gerade sagen, das ist wie so eine Zielscheibe. Also da Bürokratie-Würfel vielleicht? Dass wir sehen, wer da am höchsten ist. Also für mich als Diver macht es recht wenig Sinn, eine auffällige Farbe an meiner Schulter zu haben. Na gut, ist ein Argument. Ich meine, als Sniper wird es ja wahrscheinlich eher hinten stehen und deshalb wäre so eine ganz vorne stehende Leader-Position eh schlecht. Ja, ihr könnt euch so einigen oder ihr könnt würfeln, wie ihr möchtet. Leandra macht's, die hat nämlich als einzige keine Sonderaufgabe. Alles klar. Einverstanden. War jetzt die logischste Schlussfolgerung. Akzeptieren Sie dies? Ja, ist okay. Gut. Dann kriegst du jetzt diese stylische Schulterklappe. Können wir uns nachher treffen, damit wir das Spiel machen kann? Wenn das jetzt ein Piratenrollenspiel gewesen wäre, Junge, wäre das doch hundertprozentig so eine Augenklappe gewesen, ne? Aber eine orangefarbene. Ja, aber orangefarben, immerhin, ne? Wenn Sie wollen, können Sie sich noch eine einheitliche Kampfbemalung für Ihre Rüstung ausdenken. Hier, so wie in dem linken Bild. Ups. Lieber nicht gesagt, knallrot, alles andere ist mir egal. Ich würde keine Bemalung gerne haben, ich will schließlich nicht auffallen. Weiß. Fällt doch nicht auf. Weiß auf einfach weiß. So Kampfanzug und so fällt nicht auf. Genauso wie alle anderen sehen aus.
Ding anmalst oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Gut, vielleicht können Sie sich das ja auch noch durch den Kopf gehen lassen. Wobei ich bemale mich Frage mit dem Blut meiner Feinden. Wobei ich die Frage habe, bei dieser Kampfbarmalung, ist dieser rote Fleck da unten normal? Nee, ich wollte gerade hinpingen, aber ich war noch auf Quadrate malen unterwegs. Warte mal, ich versuch das mal. Bitte, ich wäre ja dafür, dass wir unsere Squad-Nummer auf den Helm tragen. Und was passiert, wenn Leute wieder weggeschickt werden? Dann werden die liquidiert, so wie die alten. Genau. Ja, die müssen die Helme eben abgeben. So. Vielleicht werden die auch einfach mit Weiß übermalt, man weiß es nicht. Aber ich glaube, wir sollten statt uns über unsere Ausrüstung zu besprechen. Sollten wir langsam mal los, ne? Ich, die Mission. Das ist ein Zeitauftrag, habe ich gehört. Genau, wir sollten mal langsam jemanden fürs Imperium mal holen. Ja. Gut. Okay. Dann denken Sie immer an Ihren Sturmtruppenschwur. Ich bin ein Sturmtruppler. Meine Rüstung ist meine Haut. Mein Helm ist mein Gesicht. Mein Name ist meine Nummer. Ich habe meinen Platz, denn ich bin ein Abgesandter des Imperators. Und jetzt gehen Sie. Für das Imperium. Und los geht's. Für das Imperium. Der, vermutlich Corporal, der die ganze Zeit an ihrer Seite war, begleitet euch den Gang entlang zurück, durch den Aufzug in den Hangar. Und ihr werdet zu einem Lambda-Shuttle geleitet, was ihr auch im Prinzip schon aus dem ersten Auftrag kennt. Mit dem ihr auch zum ersten Auftrag hin und zurück geflogen worden seid. Sind so, also man würde sie nicht direkt mit dem Imperium identifizieren wie TIE Fighter, obwohl die Fabrik dafür in imperialer Hand ist. Aber das sind so die Standard kleineren Truppentransporter fürs Imperium. Jetzt regle ich mal eben die Musik. Das wollte ich machen. Ihr betretet ein sauberes und nach Krankenhaus riechendes Shuttle und schnallt euch an. Da sind schon zwei Piloten drin. Und die gucken kurz nach hinten. Und die haben nicht die Sturmtruppler-Klamotten, sondern TIE Fighter-Klamotten, würdet ihr sagen. Also schwarze Helme und schwarze Anzüge. Und es scheint offensichtlich nicht nur die Funkverbindung bei euch untereinander, sondern auch zu den Piloten hergestellt worden zu sein. Ihr seht, da werden noch ein paar Cargo-Kisten ins Shuttle geladen. Und der Typ, mit dem ihr dahergekommen seid, sagt: So, es wurde alles in der Shuttle geladen, was sie brauchten. Frische Granaten pro Person eine, sowie Ersatzmunition. Die Speederbikes lassen wir ebenfalls an Bord bringen. Benötigen Sie sonst noch etwas? Mehr Granaten? Wir sind gerade etwas knapp mit Granaten. Warum fragt mich das immer nur jeder Sturmtruppler, sobald er an Bord eines Shuttles geht, dass er noch mehr Granaten haben will? Scheint eine Seuche zu sein. Ich habe nur 37 Schuss Munition. Ich will doch eine Aktion. Du hast wieder zwei Magazine, John. Das heißt, du bist auf 100. Also, sie werden gerade an Bord gebracht, ihr könnt euch die auch schon nehmen. Sonst noch etwas? Hm. Nein? Nein. Nein. Doch, Handschellen. Handschellen, wenn man jemanden gefangen hat. Wir brauchen Handschellen. Echt? Gut. Oder Handschellenbinder, 5 Stück davon. Ja, ne, okay, dann ist okay. Dann fall aber ja nicht. Also ich bestiege ganz hinten, also bevor ich falle, fallt ihr. Auf geht's. Ja, das ist eine gute Idee, gut. Dann ist alles okay. Ja, dann denke ich mal, können wir los. Oder, Commander? Commander redet nicht mehr mit euch. Seitdem sie Commander ist, seid ihr unwürdig.
Na, dann kann ich ja mal Schießübungen ja mal machen. Gut. Kann der... ich Granatenwurfübungen drin machen? Nee, besser nicht. Der Offizier klopft an, an das Ladedeck. Ihr seht, andere bringen halt wirklich gerade Aratec Z74 Speeder rein. 74Z. Warte, ich hab ein Bild. Da ist er. Das wäre für die Speeder dann Right. Bitte? Für die Speeder wäre es dann Right. Also Fähigkeit. Ja. Ne, Pilot auch. Right ist für Tiere, wenn eine Viecher reiten muss. Für das Imperium. Beeilen Sie sich. Für das Imperium. Die Luke schließt sich. Und die Piloten fliegen routiniert los. Ihr guckt nochmal zurück in die Laderampe des Sternzerstörers, von der jetzt gerade permanent Shuttle, TIE Fighter und TIE Jäger rein und raus fliegen. Und auch ihr fliegt raus. In den offenen Weltraum. Ihr entfernt euch von der Hammerhead Station und leitet kurz danach den Hyperraumsprung ein. Die Lichter der umliegenden Planeten ziehen wie Lichtstrahlen an euch vorbei und bilden einen Tunnel um euch herum. Nach kurzer Zeit verlasst ihr den Tunnel und ein orange leuchtender, von Adern aus Licht durchzogener Planet taucht vor euren Lommitscheiben auf. Narshadar, der Schmugglermond. Kurz nachdem ihr den Landeanflug nach Narshadar einleitet, hört ihr eine Stimme über euer Shuttle kommen. Raumhafenkontrolle an Lambda Shuttle IA-909. Raumhafenkontrolle an Lambda Shuttle IA-909. Bitte identifizieren Sie sich. Over. Ja, die Piloten identifizieren sich. Ihr habt damit nichts zu tun. Und euch wird ein Landeplatz zugewiesen. Ihr hört noch, wie die auch sagen, Raumhafen Mesenti. Und da sieht es im Großen und Ganzen so aus. Wie auf dem oberen Bild. Das interessiert ihr noch nicht. Also ihr habt da einzelne Ladeslots, die relativ gut belegt sind auch. Eure Piloten landen sicher und routiniert und die Landeluke geht auf. Die drehen sich zu euch in den Laderaum um. So, wir sind da. Für das Imperium. Für das Imperium. Für das Imperium. Wir warten hier. Für mich. Und wir wurden instruiert, nicht allzu lange zu warten. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sollten mal lieber die Speeder mal nutzen. Du hast hier gut zu sagen. Urabgleich will ich sagen, wenn ich das vorschlagen darf. Uhrenvergleich. Wie spät ist das überhaupt? Commander? Es ist nachmittags. Ja, meine Uhrzeit sagt, es ist nachmittags. Und bei euch? Auf 16.01 ist es. 16.01, check. 16.01, check. Gut, habt ihr eure ganze Ausrüstung gesichert? Ja. Jawohl. Ja, ja, dann aufsetzen und ich öffne mal die Karte, guck, wo wir sind und wo wir hin müssen. Ihr habt, also Luftlinie hättet ihr ungefähr, 3,5 Kilometer. Ist also wirklich direkt in der Nähe vom Raumhafen. Ihr könnt mal eine Knowledge Galactic Lore Probe machen gegen 13. Null. Krass. Also diejenigen von euch, die mehr als 13 haben, also die bestanden haben, wissen, dass auf Narshadar sehr reger Verkehr herrscht. Der Verkehr wird da auch, das habt ihr ja selbst aus dem Weltraum gesehen, der wird in mehreren Ebenen, also in mehreren horizontalen Ebenen geleitet. Und gerade um die Zeit jetzt nachmittags wird Rush Hour sein. Sehr, sehr viel Verkehr. Da solltet ihr euch auf Verkehrsbehinderung einstellen. Ja gut, wir sind ja, ne, vom Imperium, wir
fliegen unseren eigenen Weg. Okay. Bei dem ganzen Verkehr wird wahrscheinlich auch viel Trubel auf der Straße sein. Ist halt die Frage, ob wir das jetzt angehen wollen oder ob wir nicht noch ein bisschen warten wollen, bis die Abenddämmerung eingesetzt hat. Wir sollten Wir sollten uns den Schutz der Masse aneignen. Genauso, dass wenn wir den Rückweg antreten, dass wir da relativ zügig untertauchen können. Nur, dass wir alle weiße Stormtrooper-Kleidung tragen. Ausrüstung, besser gesagt. Außerdem sollten wir auch nicht zu viele Unschuldige verletzen. Bei Gegenwehr ist das definitiv nicht mehr garantierbar. Sind wir die einzigen Stormtrooper, die hier rumlaufen? So ziemlich, ja. Also die einzigen, die ihr bisher innerhalb dieses Hangars gesehen habt. Es gibt wohl vereinzelt Truppenpräsenz auf Nashadar, aber nominell gehört er zum Imperium. Aber halt, ihr habt da keine richtige Macht. Gibt es Möglichkeiten gegen Credit, sich ein anderes Gefährt zu erkaufen? Ja, es wird Speeder-Taxen geben, das weiß er. Das gibt es auf solchen größeren Stadtplaneten eigentlich in der Regel. Geschlossene. Oder ihr könnt euch da irgendwo sonst was schleien oder aufknacken. Ich weiß ja nicht, was du da machen möchtest. Aber Möglichkeiten gäbe es mit Sicherheit. Oder also, wir könnten nur drei Speeder nutzen. Das sind Standard-Speeder, die werden nicht auffallen. Also worüber ich mir mehr Gedanken mache, ist unsere weißen Stormtrooper-Uniform. Deswegen frage ich ja gerade, ob wir da vielleicht irgendwas Geschlossenes uns aneignen sollten, um da halt gar nicht aufzufallen. Ja. Jetzt, und dann im Verkehr unterzutauchen. Sind die Viertürer-Speeder, können die auch fliegen? Also in dem Maße, wie der Speeder fliegen kann? Ja, sind weniger wendig und nicht so schnell, aber können sie auch, klar. Ja. Manchmal einen Fünfsitzer. Ich spreche mal einen von den Leuten an, die da rumlaufen, die da zum Personal von dem Hangar gehören. Sind das diese Hoodie-Leute, die das da leiten? Die Hutten? Ihr seht keine Hutten gerade. Also gut, das heißt, wir können die Macht des Imperiums geltend machen und uns einfach eins beschlagnahmen. In erster Instanz theoretisch ja. Mach mal eine Perception-Probe gegen 10. Ja, ist ja der Commander, der das dann macht, oder? Wenn, oh, ist das sie, die da hingeht? Ja, ich mach mal die Map auf und guck, ob ich einen Speeder-Verleih finde. Ja, machst du einen Computer-Use gegen 10. Das ist bloß aus den guten alten Hubschraubern geworden, ja. Ja. Findest du direkt am Raumhafen, 300 Meter. Ja, Jungs. Hier vorne ist einer um die Ecke. Wollen wir hin? Ja. Jawohl. Schwer bewaffnet in Kampfmontur mit 6 Mann? Oder einer? Zu 5. Alle halt. Ja, dann auf da. Ja, wollen wir es dann beschlagnahmen oder wie freundliche Bürger kaufen? Wir warten auf die Reaktion des Händlers. Ja, also nicht, dass ich mich jetzt mit Hutten besonders gut auskenne, aber ich weiß, dass Hutten ihre Augen und Ohren überall haben. Aber es sind ja keine Hutten. Zweitens würden die Hutten sich nicht direkt mit dem Imperium anlegen. Nee. Die würden sich aber schon mit uns anlegen. Ja, aber wurde gesagt, das sind keine Hutten. Ja, und zudem, was interessiert die Hutten, was wir mit das einem... Das werden die aber mit Sicherheit leiten, den Kack, ne? Wahrscheinlich alles hier. Ja, weil alles, was mit Geld zu tun hat, da sind auf jeden Fall immer Hutten im Hintergrund. Definitiv im Untergrund, die handeln das doch alles, hundertprozentig. Schau so mal an meinen Kameraden runter und an meiner schweren Waffe und überlege, ob ich mir ein Pappschild bastel, auf dem steht: Nein, wir sind kein Kommandotrupp, wir sind im Urlaub. Hawaii-Hemden wären vielleicht was zur Tarnung, zum Drüberziehen einfach. Ja, aber Hemd trotzdem aufhaben und so, ne? So richtig unauffällig. So, jetzt genug der Diskussion, uns rennt so ein bisschen die Zeit weg. Wollen wir los? Ja. Wir gehen jetzt. Einfach so, wie wir sind.
So wie ihr seid, mit euren Speederbikes oder zum Speederverleih? Also zum Speederverleih. Speederverleih, ja, klar. Okay. Vielleicht können wir einfach tauschen. 6 gegen 1. Ja, ich glaube, da wird Imperium nicht so glücklich drüber. Im Kampf verloren gegangen. Ihr lauft dahin und ihr seht, da ist wirklich die Neon-Reklame oder die ganzen Neonfarben, die sind ja auf den Bildern nicht übertrieben dargestellt. Die sind echt extrem nervig auf die Dauer. Und die Musik auch. Deshalb mache ich nochmal kurz was anderes. Da herrscht auch relativ viel Betrieb. Aber nicht so viel. So viel. Da herrscht relativ viel Betrieb. Und ihr seht in dem Speederverleih, da ist halt wie ein Autoverleih am Flughafen. So könnt ihr euch halt vorstellen, einfach so ein Tresen. Und dahinter steht ein Rodianer. Das sind so Reptilienwesen quasi mit großen dunklen Augen. Ich habe gerade kein Bild da. Und zwei Antennen auf dem Kopf. Ja, und er guckt euch an. Er scheint einen Universaltransmitter zu haben. Wollen Sie einen Speeder? Ja, wir bräuchten einen mit 5 Sitzen. Oh, das wird teuer. Aber für das Imperium, er guckt von oben bis unten an euch herab, nur 100 Credits pro Tag. 70. Ist gemacht. Ich bezahle das. Wie sieht's mit der Versicherung aus? Versicherung, er guckt. Er zieht die großen, runden Augen, zieht er kurz zusammen, dazu für einen Moment nur Schlitze sind, was auch ziemlich, er scheint euch sehr intensiv zu mustern. Warum sagst du sowas? Es gibt noch eine Kaution, wenn ich recht überlege. Kacke. 2000 Credits. Okay. Ups. Oh Mann. Hier hast du das Geld. Ja, du legst ihm deinen Credit-Stick hin und er bucht die 2000 Credits ab. Die erhalten sie zurück, wenn alles in Ordnung ist mit dem Auto. Vielen Dank. Wir hätten unsere Speeder als Pfand da lassen sollen. Sind Einschusslöcher versichert? So, weiter geht's. Bitte? Gar nichts. Ist nichts versichert, ist nur eine Kaution. Wir kriegen keine Versicherung. Ja, gibt euch einen Kotzylinder. Ich nehme den Kotzylinder an mich. Ja, kommen Sie mit. Er macht so eine kleine Tür am Tresen auf und ihr lauft quasi durch die andere Seite durch. Da ist eine riesige Halle, Garage, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und da sind einige Speeder dicht an dicht geparkt. Am rechten Ende der Halle ist ein etwas größerer Speeder. Der sieht auch nicht sehr schnell aus, aber dafür groß. Da passt ihr alle rein. Mit euren Rüstungen. Ja. Ist der Speeder auch überdacht? Ja. Also ist jetzt so ein richtiges Speeder-Auto, ne? So, und könnt ihr euch so vorstellen wie das A-Team-Auto, nur als Speeder. Ist einer von euch das Öfteren schon mal so ein Speeder-Auto gefahren? Hat er damit Erfahrung? Also ich habe nur die Akademie-Erfahrung. Also ich sollte einen fahren können, aber ich bin nicht der Beste darin. Ja, so geht's mir auch. Ich schließe mich dem an. Ich glaube, uns geht's wahrscheinlich allen so. Ja, dann setze ich mich mal auf den Fahrersitz. Ja. Ja. Okay. Doch habe ich mein Jackpack an, noch fahre ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, los, oder? Ja. Wir fahren los. Und zwischendurch gebe ich mal meine Anekdote zum Besten. Also, meine Großcousine zweiten Grades, die war ja Huber-Kürbisfarmerin. Und vielleicht solltet ihr das verhandeln, dass wir mal lassen, dem das in der Familie liegt. Ich hätte es nach der alten Klonmanier gemacht, einfach beschlagnahmt.
Ich auch. Ich hätte ja geklärt, ob Einschusslöcher jetzt versichert sind oder nicht. Es gibt keine Versicherung. Dann zahlst du die für die Versicherung einfach. Oder sei einfach die Versicherung dann. Hm? Was? Nix. Ja, ich guck mal, auf meinem Handgelenks kommen, lass ich mir so grob den Weg anzeigen und fiedel mich dann mal in den Verkehr ein. Machst du. In den Verkehr einzufädeln ist aber nicht ganz leicht. Da machst du auf jeden Fall eine Pilot gegen 12. Beziehungsweise, wenn dein Beifahrer dir helfen würde, nur gegen 10. Gegen 10. Wer ist der Beifahrer? Jetzt wohl ich. Ei, ei. Ja. Ei, ei. Du hast leichte Probleme, dich in den Verkehr einzufädeln. Du kannst, die unterste Ebene ist nicht frei und du versuchst dich zwischen den Ebenen in eine höhere Ebene durchzufuschen. Das funktioniert aber nicht so ganz und jetzt könnt ihr alle eine Perception gegen 13 machen. Ja, geil. Alle. Alle. Ja, ja, seht euch auch alle. Geht ja. Perception, Perception. Oh, ja, da darf ich so lange mein Dings ausziehen. Okay, Lukas und Christian, ihr seht, wie auf einer Ebene über euch gerade ein Auto in oder ein Speeder in einen anderen reinfährt und die scheinen abzustürzen, was euch dann betreffen würde, weil sie so mehr oder weniger auf euch draufstürzen würden oder zumindest die Teile davon. Weich mal lieber aus, Commander. Da wohin? Kommt was gleich auf uns herab. Ja, ich leg einen Rückwärtsgang ein. Oh, nein, andere? Hinter uns? Pilot gegen 15, um das jetzt noch zu retten. Sie lacht. Gut. Okay. Bricht dann aus der Schlange raus in ihr Freiraum und, ne? Ja, du legst den Rückwärtsgang ein und fädelst dich so geschickt in den Verkehr hinter dir ein, der gerade wieder zum Laufen kommt, dass ihr den herabstürzenden Speeder-Teilen knapp entgeht. Du wartest kurz und danach könnt ihr euren Weg in einer der höheren Ebenen fortsetzen. Hast du in der Akademie nie aufgepasst, dass man vielleicht nicht gegen den Strom fahren sollte? Es hat geklappt. Ich habe eine Aussage bekommen mit, da fällt gleich was auf uns runter. Was soll ich machen? Das Seite? Runter? Hat doch funktioniert, ich... Oh. Der Verkehr kommt echt nicht allzu gut voran. Also ist so Stop and Go mehr oder weniger, aber auf allen Ebenen. Als ihr die Nähe der Koordinaten des Penthouses erreicht, bemerkt ihr ungewöhnlich viel Aktivität auf einem der Dächer in der Nähe. Zwei gerüstete und mit schweren Blastern bewaffnete Humanoide, der Erscheinung von Kopfgeldjägern nicht unähnlich. Zwei Flugabwehrgeschütze wurden auf den Dächern positioniert. Zwischen den Geschützen laufen eine Handvoll abgerissen wirkender Menschen, Rodianer und Twi'lek herum, auch sie sind mit schweren Blastern bewaffnet. Das Ganze, oh, guck mal, ich habe vergessen, euch die Skyline von Nar Shaddaa zu zeigen. Das ist die Skyline von Nar Shaddaa. Jetzt muss ich auch mal draufklicken. So. Also wirklich überall ganz grelle, bunte Neonreklamen und der ganze Mondwart eigentlich, der wurde mit einer Stadt besiedelt. Und so sieht es auf dem Dach aus. Unten rechts war ja das Haus, von dem, zu dem wir rennen sollten. Ja, oder? Sorry, ich habe mich eben vertan. Das ist das Dach, ja. Okay. Ich habe mich vertan. Es tut mir leid. Also ihr fahrt da gerade wirklich unauffällig mit eurem Speeder-Auto vorbei und seht da schon von Weitem. Was sind diese großen Dinger da? Diese hier sind die, die wie Kopfgeldjäger aussehen. Also der und der hier. Und diese Dinger hier, also dieses und RMG-Geschütze oder so. Genau, das sind die Flugabwehrgeschütze. Wie ist das Verhältnis zwischen deren und unserer Höhe?
Ihr seid ein bisschen tiefer und in der Straße, sagen wir mal hier. Also das Dach ist auch ein bisschen tiefer als dieses Dach hier ist tiefer als dieses. So. Deshalb könnt ihr da relativ gut hingucken. Das Dach vom Aletesch ist so das höchste in der Umgebung, obwohl sich das alles nicht viel tut. Also das ist ein Unterschied von 10, 20 Stockwerken. Das hat noch ein bisschen weiter herausragt. Also im Grunde genommen sehen wir nur die erste Hälfte. Ach. Na, das seht ihr schon ganz. Also ihr seid schon hoch genug, um das einmal kurz so zu überblicken. Leute, ich hätte eine Idee, was wir machen könnten, und zwar, dass ein paar von uns schon mal sich auf, warte, was sind eigentlich diese braunen Dinger hier? Das weiß ich nicht. Ventilationsschachten, ne? Eventuell. Ventilationsschachten oder sowas, ja. Weil ansonsten würde ich sagen, dass ein paar von uns irgendwo sich in der Nähe verstecken und schon mal sich bereit machen, auf die Dose zu schießen, dass ein paar andere versuchen, mit dem Speeder halt oberhalb von ihnen ein paar Granaten runterfallen zu lassen. Ja, aber auf den Dächern ist nicht so viel, dass es hier Deckung gibt. Ich würde dich auch ganz generell nicht machen, sobald der Action losgeht, dann ist nämlich unser Mann weg. Bei so einem großen Haus, so viel Stockwerken, der ist weg. Ja, wie wollt ihr aber an die ganzen Leute vorbeikommen? Wir können gerne auch ganz runter gehen in den 0. Stock und dann hochgehen. Gerne auch machen. Ja, so, oder wenn... wir fliegen so lange um das Haus drumherum und ihr schießt drauf, bis alle tot sind. Die haben Flugabwehrgeschütze. Ja, das ist nicht da unser Fahrzeug ist mit Sicherheit nicht gepanzert. Denk an die arme Kaution von Chris. Die Alternative ist, Sie müssen sich entscheiden. Deckung zu nehmen. Wir sollten den Speeder benutzen, um mit der Person zu entkommen. Wie sieht's aus mit Balkon in der näheren Umgebung in diesem Häuserblock? Denk dran, noch habe ich ein Jackpack. nur das obere hier hat einen Balkon, also nur das Penthouse hier oben. Also beziehungsweise diese drei Balkone, warte, ich mal euch nochmal ein. Die waren ungefähr hier, hier und hier war noch ein kleiner. Die seht ihr jetzt nicht. Also die Jescha hat ja auch gesagt, von oben sind die überdacht und dann gehen die da halt nur vom Dings ab. Wenn sie also von oben bedacht sind, könnten wir da rein theoretisch einsteigen. Ja. Das Haus hier... Das oben rechts, ist das sehr viel niedriger als das in der Mitte? Das ist ein W20 Stockwerke niedriger. Ein Stockwerk niedriger, also nur leicht niedriger. Bremer. Was man versuchen könnte, ist halt es irgendwie in das obere Haus irgendwie vorher einzusteigen und dann mit unser Enterhaken halt zu dem Balkon rüber halt zu kommen. Oder mit dem Jetpack halt. Ja, aber wir werden uns ja sehen. Ich weiß nicht, wie die von da hinten aus schon sehen können, dann werden die uns da drüben ja auch sehen. Dazwischen Häusern wird wahrscheinlich überall Verkehr sein, oder? Ja. Quasi im Vorbeiflug da absprengen? Weiß nicht. Sehr ein Gedanke. Nice. Da kann es nur, wir weiter. Werden dafür doch geschicklich sein müssen. Also ich habe keine Angst. Wie gesagt, noch ein Jetpack. Ich auch nicht. Ich würde sagen, ich würde einen Vorschlag machen, dass drei rausspringen und sich an den Weg aufs Dach hoch begeben, dass wir das von zwei Seiten aus angreifen können. Ja. Die anderen drei? Bleiben im Ding. Ich würde vorschlagen, um die Kaution vielleicht noch ein bisschen zu bewahren. Ist so wurscht. Ja. Derjenige welche, der jetzt den Jetpack hat, setzt sich, tauscht mit mir den Platz, weil du kannst das Auto irgendwo hinstellen und dich mit dem Jetpack einfach nach oben befördern. Wenn ich den irgendwo abstelle, bin ich gestrandet. Was auch möglich wäre, ist, dass ich das meistens als Sniper in ein etwas weiter entfernteres Gebäude mich dahin bewege und versuche, sie von dort abwegzusnipern, ohne dass sie mich sehen. Zumindest die beiden Geschütze, ja.
Das wäre eine Idee. Das wäre eine gute Idee. Sniper ist eingeschützt weg. Zwei springen raus. Oder wir machen halt mit dem Gefährt das andere weg. Das andere Geschütz. Und nehmen dann das Dach ein. Wie wäre es mit, er snipert das eine weg und gleichzeitig kommen wir mit dem Speeder von der anderen Seite und landen auf dem anderen Geschütz, während der sich gerade umpositioniert? Es wird aber ziemlich auffällig sein, wenn wir auf das Geschütz und dass wir da landen wollen. Wenn er geschossen wird und so, dann ist ja sowieso schon egal. Wollte ich gerade sagen, spätestens wenn du geschossen hast, laufen die alle in Richtung der Dachkante, aus der du schießt. Und da die Geschütze auf zwei unterschiedlichen Dachkanten sind, kommen wir dann einfach von der Seite von hinten und landen auf dem Typ. Dann springen wir raus und mähen sie nieder. Männer. Machen wir das, Commanderin? Commander? Ja. Also jetzt nicht... Mit dem Plattfahren bin ich noch nicht ganz überzeugt, aber ich erzähle den Sniper auf jeden Fall schon mal auf dem Dach ab. Ja, das mit dem Plattfahren finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Okay, gut, also soll ich das erste Geschütz jetzt, soll ich das links untere oder das obere rechts wegmachen? Ist die Frage, wollen wir von links, von rechts kommen? Wir fliegen ja wahrscheinlich hier lang, ne? Ja, ihr fliegt gerade da lang, wo ihr am Anfang wart. Wie ihr jetzt weiter lang speedert, ist eure Sache. Das könnt ihr ansagen. Ihr kommt halt immer nur relativ langsam voran. Ne? Ihr könnt auf Ebenen nach 3 Gibbet noch nach oben. Ihr könnt auf mehrere Ebenen nach unten abbiegen. Ja, wie ihr möchtet. Ja, setzen wir den Sniper ab. Wir können ja über Funk in Verbindung bleiben und uns spontan dazu entscheiden, welches wir wegmachen. Im Notfall nimmst du das, wo du die beste Sicht drauf hast und drückst ab. Okay. Ihr möchtet den Sniper im Prinzip hier absetzen. Hier? Oder wo ist sie hier? Ah, da. Da, wo ich bin. Okay. Also weiß ich nicht, ist eine Frage. Die Sache ist halt, die könnten mich eventuell sehen. Ja. In der Umgebung können wir andere Häuser sehen, die vielleicht eine bessere Deckung abgeben. Also die Lüftungsschächte sind bestimmt ein bisschen nach oben versetzt, dass man sich dahinter verstecken kann, so. Ja, das ist so. Okay, gut, dann könnte ich ja mich hier hinten dran ja verstecken. Ja. Ich würde mich da hinstellen. Ja, ne? Wenn du dich hier versteckst, da kannst du nirgendwo hinschießen. Na, ich hatte vorgehabt dann darauf, also dann ja, hier von der Seite so dann. Durch das Lüftungsding oder was? Na, so bin er ich kann sich nicht. Naja, wenn er am Zug ist, dann sieht er den Gegner eh, bevor er ihn sieht. Ja. Ja gut, dann geht er halt einen Step nach unten, ne? Ja. So, und dann noch genau, und dann so schnell wie möglich dann wieder hoch am besten. Also ihr stellt mich da ab. Ja, wir stellen dich da ab. Okay, um dich da abzustellen, muss die Leandra ziemlich gut fliegen. Also Pilot gegen 15. Bitte lass mich jetzt nicht runterfallen. Ich trau mich gar nicht zu gucken. Okay. So, und der Sniper muss ziemlich gut springen, das letzte Stück, mit einer Acrobatics gegen 15, hätte ich gesagt. Da die Leandra aber verkackt hat um 6, musst du die 6 noch drauf addieren, also gegen 21. Ich reg nochmal an, dass man in solchen Situationen Force Points nehmen kann. Ich wollte gerade sagen, ja, ein Einsetzen. Moment mal, werden unsere Force Points vom letzten Mal wieder... Also wir haben wieder 5. Weil dann würde ich einfach sagen, ich mache den Wurf neu. Also, mit meinem Force Point von 6 komme ich auf 15. Da muss man vorher ansagen, ne? Ja, aber ich würde einfach meinen Wurf wieder neu machen. Das kann ich ja mit dem Force Point ja machen. Ja, dann mach mal. Das bricht den Ball weniger. Ja. Weniger? Gut, schau mal. Mit einem Force Point kriegst du einen W6 dazu.
Das wird aber trotzdem ein bisschen knapp, ne? Ja. Rein theoretisch könnte ich nicht mit abspringen und ihn dann irgendwie mit einem Jackpack irgendwie mit rübernehmen. Also das ist eine gute drauf. Idee. Machst du eine Perception gegen 12, damit du den, damit du dann checkst, dass er da runter segeln würde. Ich sehe das schon, Alter. Jetzt sterben wir beide. Yeah. Eine Perception, ja? Ja. Gut. Jump geht ja gar nicht, Alter. Eine Perception. Uff, mit den Werten. Bedenke, du hast dein Jetpack an. Puh. Wollte ich nur mal gesagt haben, du hast dein Jetpack an. Ja, da muss ich mir auch noch ein Dings gleich wegnehmen, ne? Wahrscheinlich ein Force Point, ja. Nee, Jackpack hat 6 Ladungen, davon musst du dann ja auch noch einen entfernen. Achso, ja. Ja, mach erstmal die Probe, ob er checkst, dass er da runter segeln würde. Dann kommen wir zur Benutzung des Jetpacks im nächsten Schritt. Ja, komm. Du siehst, das wird unglücklich. Du kannst versuchen, ihn zu retten mit deinem Jetpack. Dann müsstest du die Ladung abstreichen und eine Acrobatics gegen 10 bestehen. Dann würdest du ihn damit rüberschleifen. Mit dem Jackpack habe ich Acrobatics im Arsch. Was ist mit Jump? Alternativ kannst du auch Jump gegen 10 machen. Das Problem ist ja, alle seine physischen Sachen sind schlecht. Ja, alle meine physischen Sachen sind schlecht. Alle. Ja gut, warte, dann mach... Also ich würde sagen, du kriegst auf jeden Fall einen Bonus von 5, weil du nutzt ja das Jetpack so, also für die Nutzung des Jetpacks. Gut, das heißt, wie mache ich das dann, wenn ich jetzt Dann würfel gegen 5. Acrobatics ne? Oder Jump, wie du möchtest. Ich würde lieber Jump, als bei mir ist Jump besser. Ja, warte, wo habe ich Acrobatics? Ja, dann mache ich definitiv Jump. Gegen 5. Jawohl. Gut, eine Ladung weg, ne? Ja, du ziehst ihn dahin. Jetzt seid ihr beide am... Genau, eine Ladung weg. Jetzt seid ihr beide hier am Gitter. 5 Ladungen. Ja, warte, ich muss meinen Charakter noch platzieren. Alles gut, kein Stress. Moin. Hey, na? Mensch, das war ganz schön knapp, Alter. Ja gut, würde ich mal sagen, führe ich mir mal unseren Plan fort und sniper dann mal auf das Geschütz dann hier. Warte, sollen die anderen sich nicht erst in Position begeben, bevor du sniperst? Die sind jetzt noch hinter uns, Mann. Das ist nicht so. Ja. Stimmt auch wieder. Wenn wir unter Feuer geraten. Na, alles gut. Apropos die anderen. Leandra, ich erinnere mich an eine verkackte Pilotprobe. Das Vehikel schwankt und der Verkehr geht weiter. Du brauchst aber noch einen Moment, bis du deine beiden Stormtrooper-Kollegen da abgesetzt hast. Mach nochmal eine Pilot gegen 12, um das Gefährt wieder unter Kontrolle zu kriegen. Okay, du reißt dich nach kurzem Schwanken wieder nahtlos in den fließenden Verkehr ein. Also ich warte auf euer Kommando, dass ich losschießen soll. Ja, die restlichen 3, die noch im Auto sind. Oberes oder unteres Dach? Weil? Oder direkt auf das Dach von denen. Wir wollten noch auf dem Geschütz landen, oder? Es gab einmal die Option auf dem Geschütz landen oder ins Fenster springen. Müssen wir uns durchkämpfen. Wäre lieber fürs auf Dings springen. Landen. Ja. Auf dem Dach landen. Ja. Haben wir Funkkontakt zu den anderen beiden? Ja, ne? Ja, klar. Ja. Dann müsste Dennis sich nämlich nach vorne bewegen. Hierhin. Dass er dann hochjumpen kann und dann aus der Luft irgendwie flanken kann oder so. Wie von zwei Seiten angreifen. Ja, so viele Schritte kann ich gar nicht laufen. Das müssen wir dann gleich rundenbasiert machen. Moment mal, was war eigentlich ein Black Point Reichweite für mich? Welche Waffe hast du? Sniper. 20 war das, ne? Warte mal, ich guck mal. Point Blank ist bei dir bis 50, Short ist bei dir bis 100 Meter. Also 50, das wäre bei mir Short, dann okay, gut.
Okay. Ihr fliegt hier vorbei. Nehme ich an, ne? Wenn ihr schon da seid. Sehe ich das richtig? Ja, da fliegen wir vorbei. Okay, also, da fliegt ihr vorbei. Ich frage jetzt meine beiden Mitfahrer nochmal. Soll ich euch hier vorne an dem... auf dem Balkon ablassen oder soll ich in das Geschütz reinfliegen? Auf dem Geschütz drauf landen. Auf dem Geschütz landen. Gut, ich lande auf dem Geschütz, sobald wir da sind. Da ich das auf dem Dach nicht richtig einschätzen kann, im Verhältnis zum Fahrzeug, wie groß ist das? Nicht, dass es dreimal so groß ist wie das Auto. Well? Dann möchte ich gerne das Auto ist schon ein bisschen größer als das Geschütz. Das Geschütz kannst du eine Perception oder Gather Information gegen 12 machen, wenn du weitere Informationen dazu haben möchtest. Nee, kannst du nicht genau erkennen, was das ist. Ich flieg einfach mal rein und versuch. Können wir nicht hier hintergehen und dann aus dem Fahrzeug rausschießen, landen, dass wir hier Schutz haben? Oder weil bevor ihr auch losschießt, ist es vielleicht sinnvoller, mich anfangen zu lassen, da bei mir beim Überraschungsangriff einen kleinen Vorteil gibt. Ja klar, du hast da die Aufmerksamkeit dann und dann landen wir. Okay, gut. So, okay. Das wäre dein Plan dann. Dann... Feuer frei. Landen wir da hinten. Ja, vorher Feuer frei. Feuer frei, ja. Okay, gut, dann. Ihr macht jetzt, um das nachvollziehen zu können, ihr fliegt erstmal normal hier lang, ne? So die Straße. So, ne? Furchtpicken. Genau. Dann tut ihr was? Positionieren uns hier eine seitlich, nehmen den Spieler hier aus, also schießen gleich raus aus dem Fahrzeug und landen hinter dem Schutz von dem Ding hier, von den Ventilationsschachter. Okay. Das bedeutet, ihr fangt quasi ab dieser Ecke an, aus dem Verkehr auszuscheren, weil ihr euch ab da strategisch verhalten müsst. Sehe ich das richtig? Richtig. Okay, alles klar. Und natürlich schießt der Sniper vorher. Ja klar. Okay. In dem Moment, wo du schießt, scheren wir aus. Der Sniper steht hier zusammen mit dem Raketenspringer, nee, richtig? Das ist der drunter ist. Unten drunter. Sniper. Ja, okay. Aber ihr steht da beide zusammen, ne? Ja. Genau. Okay, dann habt ihr beiden, also Sniper und Raketenspringer, auf jeden Fall eine Surprise Round, wo eure Gegner nichts machen können, weil sie euch noch nicht checken. Dann würde ich nämlich meine Spezialaktion verwenden und zwar würde ich meine Distanzerschwerung um eine Klasse verringern, damit ich auch ja im Point-and-Blank-Bereich bin. Mhm, kannst du machen. Und dann würde ich dann versuchen, das Geschütz dann hier abzuschießen. Okay. Und da ich eine Surprise Round habe, würde ich den Bounty Hunter hier markieren. Okay. Kann ich denselben Zug eigentlich mein Jetpack langsam ablegen? Ja, kannst du machen. Kannst du auch noch vor dem Kampf machen im Prinzip. Ja. Den braucht ihr aber noch, um rüberzukommen. Ja, du wirst ihn gleich noch brauchen, um rüberzukommen. Ja, aber definitiv kann ich dir so keine Feuerdeckung geben. Ich bin zu langsam und kräftig. Okay, Lukas. Das Geschütz hat eine Refde von 22, aber flat-footed ist das auf 17. Das heißt, du schießt gegen 17. Keine Entfernungserschwerung, weil du dort auf Point-Blank runtergedrückt hast. Und keine sonstigen Erschwerungen. Geil, dann mal los. Ich behalte mein Jetpack noch an, habe ich mich jetzt entschieden. Okay. Falls die anderen Kopfgeldjäger rüberkommen sollten. Warum willst du nicht? Raumpunkt hat der Wurf nicht. Das weiß ich nicht. Hatten wir beim letzten Mal auch schon mal das Problem, ne? Sonst würfel so mit dem W20. Also ein normaler D20. Ja, plus, ich weiß nicht, du bist Level 3, du hast auf jeden Fall plus 3, ne? Plus dein Dexterity-Bonus. Plus dein Base-Attack-Wert. Ich bin immer noch Level 1, Mann. Ich versuch's gerade. Na, ihr seid alle Level 3. Echt? Ja. Wie meinst du das jetzt? Plus das Dex, also plus das Attributlevel? Ist das das erste oder die zweite? Was ne, das rechtere, steht? Der kleinere Wert. Okay. Also, ein D20 plus was?
Plus dein Base-Attack-Bonus, der müsste 3 sein. Okay. Plus dein Dexterity-Bonus. Der Dexterity-Bonus steht hinter der 15? Ja, genau, der kleinere Wert da. Okay. Und das war's, glaube ich, ne? Entfernung hatten wir nicht. Ja, ich hab Point. Wobei ich für Wendbar bei Point and Flank bekomme ich plus 1 nochmal, also das ist eine 18. Okay. Hast du auf jeden Fall geschafft, dann mach Schaden. Schaden steht auch bei deiner Waffe dabei. Ja. Ja. Und 12 machst du? Yep. Du siehst, du triffst das Geschütz voll, aber ein Großteil der Wucht deines Schusses wird durch eine Panzerung offensichtlich absorbiert, also durch eine physische Panzerung, nicht durch ein Schild. Wieso schießt du auf das Geschütz und nicht auf den Typen, der dahinter steht? Weil das Geschütz um einiges gefährlicher ist als die Person. Maverick, du bist auch noch dran in dieser Surprise Round, danach würfeln wir Initiative. Meine Frage wäre es jetzt nochmal, ist das Geschütz selbststeuernd oder nicht? Nee, da steht jeweils ein Rebell hinter, der das Geschütz bedient. Das hat aber halt so einen Panzerungsschirm nach vorne hin offensichtlich. Okay. Meine Chance, dass ich mit meinem Gewehr dort treffe, ist also so gut wie null. Nimm die andere Seite, da steht auch noch ein Kopfgeldjäger. Ja, also ich glaube, du würdest ja relativ wenig Schaden ausrichten. Vor allem, nachdem ihr gerade gesehen habt, wie der Schuss vom Sniper im Prinzip relativ abgeprallt ist. Wie viele Schritte darf ich gehen, wenn ich keine Aktion ausführe? Dann hast du 6, 12, 12 hättest du. Gut. Ein nach oben. 8 und 9. Dann bin ich jetzt hier. Ja. Okay, dann würfeln wir jetzt Initiative, würde ich sagen. Warte, ich mach den Tracker auf. Da ist er. Ich glaube, jetzt können wir würfeln. Wie ging das nochmal? Du musst auf deinen oberen Initiative-Wert würfeln, also der ist relativ weit oben in deinem Charakterbogen. Meins ist da wieder nicht mit drinne. Challenges. Ich müsste vorher den Charakter auswählen, sonst wird das Ding nicht angezeigt. Das war Initiative, ne? Ja. Wie den Charakter auswählen? Du musst den Charakter anklicken und dann halt, also aufs Bild drücken. Zu dämlich dafür, Mann. Jetpack? Ja, Jetpack. Dann noch habe ich ihn an. Den brauchen wir ja noch. Wo denn anklicken, den Charakter? Auf dem Spielfeld. Habe ich ja. Ich habe angeklickt und auf Initiative gedrückt, aber da. Er sagt. Ach, da, warte, da oben. Oh, da gibt es zweimal Initiative. You wanted to send the result of this roll to the turn tracker, but no wallet token was selected. Also irgendwie hat er es nicht genommen. Jetzt hat er, ich habe das falsche Initiative gedrückt. Nee, bei mir auch, aber ich sehe nur eins. Ganz oben bei Perception ist auch Initiative. Habe ich gedrückt. Hast du auch den Charakter ausgewählt? Warum habe ich so ein schlechtes Gefühl? Also ich meine, zwei Gegner sind schon mal vor uns dran. Na, ich würfel gerade nochmal neu, weil er den nicht genommen hat. Sieht ein bisschen besser aus jetzt. Wollen die extra bei Turn Order dabei stehen? Ja, dann ist das leichter für mich zum Nachhalten.
Dafür gelten die guten Würfe vom Anfang nicht. Da habe ich nämlich auch nicht der Token selected. Haben wir alle, ne? Ja. Dann Stormtrooper war Leandra, richtig? Ja. Ihr seid hier bis zur Ecke vorgefahren. Was möchtest du tun? Wir haben mitbekommen, dass die geschossen haben, nicht wahr? Genau. Ja. Wir versuchen jetzt, oder ich versuche, einen taktischen Landeangriff zu machen, sodass wir da schön das Ding platt machen. Das Ding platt machen oder am besten hinter dem. Und. Am besten fahre ich über alle drüber. Nein, wir halten hinter dem auf oder hinter dem Typ wieder. Manchmal, ich habe ja den ersten Schuss abgefeuert, da würde ich auch einfach sagen, läuft das Geschütz ist. Definitiv gepanzert, also das Geschütz zu zerstören wird sehr unwahrscheinlich werden. Dann landen wir halt daneben und benutzen das Geschütz und schießen einmal nach vorne. Dann haben wir drei Stück in einer Reihe. Beim Rausgehen, den machen wir platt, der wird zerquetscht. Den unteren kann einer von uns erschießen, dann wird das Geschütz übernommen, die oben drei werden weggeknallt. Ja, und dann muss man sehen, wer wieder weitermachen. Okay, was möchtest du machen, Leandra? Ich fange an, ein taktisches Lenkmanöver zu machen, sodass ich auf dem Dach landen kann. Irgendwo speziell hier auf dem Dach oder einfach auf dem Dach mitten drauf? Okay, den willst du mitnehmen, zerquetschen. Ja. Wie der Medic das so schön medizinisch ausdrückte. Ja. Zerquetschen ist Pilot gegen 18. Ja, hilf mir mein Co-Pilot. Ja. Gegen 16. Und ich der möchte Rest jetzt schon mal an. Sagen, ich möchte jetzt auch schon mal, falls ich es nicht schaffe, einen Force Point investieren. Ja, entweder investierst du den oder investierst du nicht. Ich nehme ihn. Gut. Und dann noch ein D6. Ja. Gut, dass du es getan hast. Jo. Du lenkst möglichst spät aus dem Verkehr aus, damit sie euch möglichst spät bemerken. Der Rebell hier ist auch gerade abgelenkt und guckt zur linken Seite rüber. Wie alle anderen auch so ein bisschen, weil sie gerade den Schuss gehört haben. Du hast das Shuttle kurz nicht, den Speeder kurz nicht unter Kontrolle. Setzt dann auch noch voll auf ihn drauf, während er noch versucht, ein bisschen wegzukommen. Der ist platt. Der nächste ist der Sniper wieder, Lukas. Wie steht's eigentlich mit meiner Spezialaktion? Kann ich die nochmal einsetzen oder ist das. Deine Spezialaktion ist was? Was mit meiner Spezialaktion? Kann ich die dann jede Runde einsetzen oder hat den Cooldown oder wie steht's mit der? Die kannst du einmal pro Encounter einsetzen. Also jetzt gerade nicht. Okay. Aber wir sind noch drei hier jetzt auf dem Dach, oder? Hast du keine Spielfigur auf dem? Okay, gut, dann würde ich sagen, ich gehe hier. Muss ich ganz hinter dem Schutz vom Belüftungsschacht weggehen, um auf den Bounty Hunter zu schießen, oder kann ich auch hinter der Deckung schießen? Du kannst hinter der Deckung schießen, wenn du dann kurz hochgehst. Also du kannst dich ja dahinter knien und dann zum Schießen kurz hochgehen. Ist aber eine Erschwerung von 2. Nimmst du nicht das Geschütz? Nein, ich bin doch auf dem anderen Dach. Achso, ach du da drüben, ja. Bin ich nicht mit 19.15 dran? Ja, eigentlich ist der bei. Oh, sorry. Nee. Der ist, ich hab gedacht, der ist in mir sortiert. Sie? Achso. Okay, ja, dann mach du erst, John. Ja. Kann ich einschätzen, ob ich mit dem Geschütz umgehen kann? Also habe ich das gelernt? Bestimmt, ne? Ja, das wird schon funktionieren, so schwer ist das nicht, denkst du dir. Du hast den Minigun. Ja, aber das Geschütz wird schwerer sein als eine Minigun, weil du auch nicht stationär. Das Weniger Eigengewicht, was du trägst, müsste einfacher sein, so. Ja, also könntest du schon bedienen. Ich schieß mit dem Geschütz und versuch den, ja, die drei in Reihe, ne, die stehen hintereinander. Gut, ja.
Da machst du einen AOE-Angriff gegen. Warte, ich guck. Wer der schwierigste ist, ja, würfel einfach mal. Du würfelst ja für jeden einzeln. Mit was würfel ich denn? Und wie? Ja, warte, du würfelst. Und das hat eine Base Attack von plus 6. Also würfeln wir 20 plus 6. Ah, ne, 12 plus 6, ne? Entschuldigung, das war keine Ahnung. Entschuldigung, alles gut. Das war ohne Plus. Aber kommt jetzt. Okay, 15. Das heißt, du triffst die Rebellen voll und die Kopfgeldjäger nur halb. Kannst Schaden machen, 3W10. Das heißt, die Rebellen sind beide tot. Und den Kopfgeldjäger triffst du halb. Ah, du pustest die Rebellen weg. Der Kopfgeldjäger dreht sich zu dir um. Der hat auch eine ziemlich fette Rüstung an. Okay. Und er sieht unter dem Helm, würdest du sagen, immer noch sehr bedrohlich und nicht sehr verwundet aus. Ich habe euch jetzt mal sortiert, dann wäre als nächstes der Medic dran, ne? Ich habe meinen Zug noch nicht, also. Sniper? Der Sniper. Ja, Sniper hat bei mir. Ach, Sniper, ja, sorry. Ja. Dann mach. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich kann ja auch nachdem ich geschossen habe, mich doch noch weiter bewegen, oder? Ja, also du kannst dich insgesamt, wenn du schießt, kannst du dich 6 Felder bewegen. Wenn du auf deinen Schuss verzichtest, 12 Felder. Ich meine, wenn ich schieße und dann kann ich mich doch noch bewegen, kannst oder? Kannst du auch, ja, klar. Ja, 6. Okay, gut. Dann gehe ich dahin. Da ja der Bounty Hunter da hinten eine Rüstung trägt, würde ich gerne mal nachsehen, ob ich irgendeine Schwachstelle oder eine verwundbare Stelle bei ihm finde. Perception gegen 15. Okay. Ja, du guckst ihn dir kurz an und du würdest sagen, die Rüstung ist auf jeden Fall gut gearbeitet und bedeckt ihn ziemlich gleichmäßig. Also du bist dir relativ sicher, dass da keine Stelle existiert, die jetzt besonders verwundbar wäre. Na, okay, gut. Dann würde ich halt versuchen, auf den zu schießen dann. Der dann Schütz. Der hat eine Refdev von 26. Plus du kriegst jetzt 2 Entfernungserschwerungen, ne? Dann schießt du gegen 28. Wobei ich wiederum plus 2 bekomme, weil ich ihn am Anfang markiert habe. Ja, okay. Dann schießt gegen 26. Oh prima, ich muss ja perfekt würfeln. Das wird ja geil. Was sind alle meine Bohnen nochmal? Ach nein, ich kann ja gar nicht treffen. Scheiße. Warte, wenn ich in die 20 würfel, zählt es als voll egal, was kommt oder gar nicht. Zählt es als was? Nochmal? Wenn ich eine natürliche Tick würfle. Zumindest dreht er sich wieder um. Dann triffst du auf jeden Fall. Bei einer natürlichen 20. Also versuch auf jeden Fall zu würfeln, würde ich sagen. Nee. Du schießt daneben. Ich muss auch mal dann anfangen, gehe ich sicherheitshalber aber nochmal gegen hier hinten ran. Gegen Deckung. Okay, mach's da. Jetzt ist der Medic dran, ne? Ja, ich schieße den Typen hier unten in den Kopf. Bei mir. Also du bist der hier, ne? Ich bin der, genau. Und du schießt auf den hier, richtig? Genau. Dann schießt du gegen den Rebellen gegen 13. Was muss ich da jetzt machen? Du würfelst deinen W20 plus dein Base Attack Bonus, der müsste 3 sein, plus dein Dexterity Mod. Kann ich das zusammenlegen einfach? Ja. Warte mal, ich guck mal. So. Du
Dein Dexterity Mod ist 2, das heißt, du würfelst plus 5. Ja. Ja, perfekt, 22 triffst du. Ja. Dann mach Schaden. Ob das diesmal funktioniert? Mein Schadending funktioniert wieder nicht. Okay. Warte, 3W8 plus 1. Kommt ja nicht noch der. Okay, warte mal, 3W8 plus 1. Wer kommt noch? Kommt da nicht eigentlich noch das Level drauf? Wenn du getroffen hast. Kann mal jemand ein Plus schreiben? Ich habe keinen Plus auf meiner Tastatur. Ich habe eine kleine Tastatur. Ich guck mal eben, ob das noch so drauf kommt. Ups. Halbes Level kommt noch drauf. Also nochmal plus 1. Richtig so? Ja, machst nochmal plus 1, aber der ist trotzdem tot. Warte, aber das kann gar nicht sein. 3W8 plus 1. Nein, es muss D sein. Es muss der 8, 3, D8. D8? Ah, okay. Ja. Ja. Okay, war der denn in plus 1 oder plus 2 war das? Plus. Ich guck nochmal eben. Ja, mal guck. Warte, dein Schadenswurf, Fernkampf, Waffenschaden plus ein halbes Level, also vom halben Level kriegst du einen drauf. Und dein restlicher Schaden ist 3W8 plus 1, also machst du 3W8 plus 2 insgesamt. Ist nur ein D8. Würfel nochmal 2W8 dazu. Diese Scheißwürfel in 2. Noch 2 mal W8. Also? Ja, die 2 ziehe ich wieder ab, aber dann bist du auf 6 plus 7, dann bist du auf 13 machst du, ne? Du erwischt den ziemlich gut in der Brust und der sackt zusammen. Da scheint noch ein bisschen Leben in dem zu sein, aber jetzt auch nicht mehr allzu viel. Cool. Als nächstes sind die Rebellen dran, ne? Das heißt aber schon mal, die beiden sind schon weg. Und der ist aber auch schon weg, ne? Nein, die beiden sind noch da, richtig? Der hier und der hier. Genau. Ja? Der hier ist eigentlich tot und der hier ist auch so halb tot. Ja, der ist so halb tot. Der Halbtote dreht sich aber um und schießt auf den Medic. Du hast 18, naja. Er schießt aber daneben. Dieser hier, der schießt in euren Haufen rein, also in euren Dreierhaufen und überlegt sich... Da ist der Ventilator, wir sind doch geschützt. Ach ja, stimmt, ja. Wenn er da in einer Linie, dann würde er vielleicht höchstens alle so mich sehen, wenn überhaupt. Der bewegt sich ein bisschen hier lang. Und der andere Rebell bleibt hier an seiner Kanone stehen. Als nächstes sind dann die Kopfgeldjäger dran, ne? Und der hier macht sein Jetpack an. Fliegt ein bisschen hoch und feuert AOE-Schaden in euch rein. Stehen wir an dem Schild von der Waffe, oder? Du ja. Du ja. Unser Schiff ist auch noch da, ne? Just saying. Seid ihr hinter dem Schiff? Ne, ne? Dann hättet ihr ja auch nicht schießen können. Ja gut, er schießt eh daneben. Das heißt, ihr kriegt nur halben Schaden von dem. Das Schiff?
Das auch. Ihr kriegt 8. Also die, ihr beiden hier, wer ist das hier? Medic und Stormtrooper, ne? Richtig? Ja. Was war das? 6 oder 8? 8. 8. Und als letztes ist der Jumptrooper dran. Jo. Der andere Kopfgeldjäger macht nix. Der bleibt da stehen und scheint sich umzugucken. Das seht ihr aber nicht richtig unter dem Helm. Okay. Wie weit kann ich nochmal mit dem Jetpack fliegen? 12 Squares. Das heißt, ich kann jetzt auch über die Lüftungsschächte fliegen, ne? Ja, wird passen. Weiß nicht, ob du den da unten wegbekommst. Das wäre vielleicht gut. Da ran und wegschießen. Ja. Würde ich auch machen, das passt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also ich würde jetzt Jetpack starten. Aber, war das nicht 12, 12 nur, wenn man nicht schießt und 6, wenn man schießt? Ja, genau. Aber es ist doch Jetpack. Zählt das nicht? Wenn du eine Jump-Probe bestehst, kannst du auch mit dem Jetpack ausnahmsweise 12 fliegen und noch ballern. Jump gegen 12. Mir geht es eigentlich darum, ich würde gerne zweimal Jetpack-Ladung verbrutzeln, einmal hinfliegen. Ja, und mit der zweiten Ladung würde ich den Gegner einfach verbrennen. Ja, mach Acrobatics oder Jump gegen 12, dann schaffst du es. Der war gut, der war richtig gut. Wir versuchen es mal. Ich versuch's einfach mal. Ich benutze 2 Force Points. Okay. Wie geht das nochmal? Oben sind die Force Points, da ist ein Würfel drauf, da kannst du drauf drücken. Ja. Muss ich jetzt zuerst drauf drücken oder zuerst Acrobatics? Erst Acrobatics und dann soll man drauf. Ist aber ein Belay. Jump oder Acrobatics? Was dir lieber ist. Genau. Dein höchster Wert. Wow! Boah. Natürliche 1? Oder? Nein, 5 und dann minus halt. Okay. So, und jetzt kann ich noch zweimal Force Points, ne? Genau. Hab ich ja gesagt. Ja. Noch eine? Ja, das sieht gut aus. Läuft! Gut, das heißt, ich verbrate jetzt 2 Ladungen. Ja, also du springst in die Richtung und du merkst zuerst, du hast die Richtung so ein bisschen falsch kalkuliert, ungünstigerweise gerade über dem Abgrund. Dann verlagerst du aber dein Gewicht und du landest genau, wo möchtest du landen? Mach auf ihn drauf, damit ich dann meinen zweiten Jetpack benutzen kann, um ihn zu verbrennen. Alles klar. Dann mach deinen Angriff. Der zählt an den Flammenwerfer oder was, ne? So war das, glaube ich. Ganz genau, ich habe eine extra Waffe dafür. Okay. Zieht man jedes Mal ein Force Point ab? Ja, musst du jetzt 2 abziehen. Ja, aber das habe ich schon gemacht. Okay. So, und jetzt muss ich Attack machen, ne? Ja. Gegen der Rebeller 13. Ich hab eine 17 gewürfelt. Ja, egal. Hä? Warum macht er das nicht? Drücken. Nee, geht nicht. Wie geht dir der Befehl dafür? Flammenwerfer geht's nicht. Würfeln wir 20 plus dein Base Attack Bonus plus dein Dex Mod. Warte, ich guck mal. Base also, Attack ist 3. Roll. W. Nee. Plus 5 kannst du würfeln. Also R-O-L-L, Leertaste, dann. 20. Also, zumindest so, wie ich es verstanden habe, das ja. Ja. Lol. Du kannst auch hier links, Flash. Da hast du so ein Würfelsymbol in der linken vertikalen Leiste. Ich muss noch den Slash mit kopieren. Achso, den Slash. Okay, macht Sinn.
Jawohl, du triffst. Mach Schaden. Was? Ein Flammenwerfer? Ja, das passt schon. Schaden muss jetzt auch noch drücken, ne? Oder wie war's? Genau, jetzt musst du Schaden würfeln. Ich guck mal. Ich glaube, das ist dann irgendwie 3W6 plus 1 oder so, ne? Das sollte 3W6 plus 1, genau. Plus dein halbes Level. Ne, das ist der aber schon. Warte. Ja, 3W6 plus 1. Oh. Die. Oh. Ja, du holst das Feuerzeug raus und guckst dir ein bisschen an. Nein, der hat ein W wieder geschrieben. Ich wollte gerade sagen, das passt nicht. 3W6, also selbst wenn es jeweils eine 3 wäre, wären das jetzt 4 Schaden gewesen. Und da ist was dran. Also Roll 3, was? D. D. D wie Dora, D. Für Dice. E, okay. Dice. 6 plus 1. So. 9. Jawohl. Trotzdem nur angekokelt. Warte, ich gucke. Ja, du kokelst den schon ein bisschen stark an. Aber der hält sich noch und dreht das Geschütz in deine Rüstung, in deine Richtung. Versucht sich da so ein bisschen das Geschütz zwischen dich und ihn zu bringen. So, das war die erste Runde. Jetzt ist die nächste Runde dran. Leandra. Ja, ich würde oben rum gucken und auf den zweiten Kopfgeldjäger schießen. Den zweiten hier? Oder, okay, ja. Nee, den weiteren. Gegen den schießt du gegen 26 mit der Entfernung. Ja, plus du kriegst noch 2 Entfernungserschwerungen. Also gegen 28. Brauche ich gar nicht würfeln. Doch, vielleicht kriegst du ja 20. Würdest du ihn treffen. Nein. Oh, Patzer. Du hast den Rückschlag deiner Kontrolle, deiner Waffe nicht unter Kontrolle. Und du wirst ein bisschen außerhalb deiner Deckung getrieben dadurch. Von dem Gitter hier weg. Als nächstes der Heavy Weapon Trooper, John. Ja, war wieder falsch rum. Also, bitte? Auf den. Auf den Kopfgeldjäger hier. Oder auf wen? Wie ping ich? Linke Maustaste drauf gedrückt halten. Ja. Ja, falsche. Ja. Ja, auf den. Okay. Und den Force Point. Okay, gegen 26. Plus 6 ist dein Base Attack Bonus mit dem Geschützturm. Also gegen 20. 2 Entfernungserschwerungen gegen 22. Ich brauche da nicht mehr mit einem Force Point draufwürfeln. Oh, okay. Der Sniper hier hinten, der steht in Schussrange, ne? So halbwegs. Halbwegs, ja. Halbwegs. Ja, ich brauche auch eine natürliche 20, um den zu treffen. Dann würfel ich mal bei einer 1 oder 2 auf einem W6, triffst du den Sniper leicht mit deinem Patzer. Was? Okay. So weit? Ja, das ist halt ein Geschützturm, ne? Aber du hast Glück, du bist nicht getroffen. Du versemmelst deine Kanonen einfach so. Ja gut, aber wenn er AOE macht, dann kriegt er ja jetzt noch, sag schnell, halben Schaden, oder? Ja, hätte er gekriegt, kriegt er aber nicht. Ah doch, kriegt er, genau, der kriegt halben Schaden. Kriegt halben Schaden. dann würfel mal 3W10. John.
16 durch 2 sind 8, ne? Ja. Ja. Dann kriegt der Sniper 8. Ja, und der Dicke. Du meinst den hier unten, ne? Nein. Warum? Na komm, den oben. So fies wollen wir nicht sein. Oben der, der hier. Den er geschossen hat. Ja, der auch. Der kriegt auch nochmal 8. Ja. Der hat ja sowieso nur noch halbes Leben, der müsste es also eigentlich Apfelmus sein. Der hier hat nur noch halbes Leben, sagst du? Hatte der nur noch, ja. Echt jetzt? Ja, den habe ich nämlich vorher schon mal erwischt. Ja, ja, daran kann ich mich erinnern. Mit dem halben Leben sieht hier, weiß ich nicht, ob das so aussieht. Du triffst ihn auch mit, aber die Kugeln scheinen relativ an seiner Rüstung abzuprallen. Wie vorher schon. Das war's. Dann wäre jetzt der Sniper dran. Okay. Okay, gut, da ich von daher eh nicht so gut schießen kann. Wie ist denn der Bounty Hunter denn positioniert? Sieht er meine Richtung oder? Ja, der guckt immer noch in deine Richtung mehr, weil der immer noch nicht gecheckt zu haben scheint, wer da eben auf ihn geschossen hat. Kann ich, ich würde dann versuchen, hier runter rüber zu gehen, ohne dass er mich bemerkt. Dass ich dann schlussendlich dann hier bin. Das sollte in 12 machbar sein. Ja, ohne dass er dich bemerkt, ist allerdings, weil er gerade in die Richtung guckt, relativ schwer. Würfelst du ein Stealth gegen 16. Okay. Er scheint dich wohl doch zu bemerken, aber nichtsdestotrotz kannst du da schnell hinhuschen. Ich wäre ja dafür, dass der Juggernaut, also der Dings da hat in dem Moment, wo er den da entdeckt. Aber gut. Oh. Medic, du bist dran. Ich bin dran. Ich gehe einen Schritt nach vorne. Ja. Und dann erledige ich meinen Typen da unten. Ja. Also den hier. Ja. Den mach ich platt. Lass mich gucken, der ist auch schon stark mitgenommen, da musst du nur noch gegen 11 würfeln. Also, roll. Den Rebellen meinst du, ne? Ja, ja. Ja. Was muss ich rollen, sag schnell. Gegen 11, 1W20 plus 5. Ich glaube, versuch nochmal. Ein D20 plus 5. Ja, triffst du, mach Schaden. Der Schaden war. Ich gucke. Mein altes Ding da. Schaden war 3W8 plus 1. D8, ne? Ja. Oder? Ja, genau. Hier die englische Schreibweise. Okay, der ist platt. Du verpasst ihm einen sauberen Headshot und der sackt zusammen. Kann ich noch mehr machen? Schießen nicht mehr, bewegen kannst du dich noch, wenn du möchtest. Nachladen kannst du auch noch. Granaten werfen. Boah, mit einer Acrobatics gegen 15 kannst du noch eine Granate werfen. Okay. Auf wen wolltest du. Auf den Typen, der da in der Luft schwebt. Okay, der hier ist schon wieder runtergekommen. Okay, aber du denkst dir schon, das wird nix, das wird nur dahin gehodelt, das lässt du besser. Als nächstes wären die Rebellen dran, die sind allerdings tot. Und als nächstes sind die Kopfgeldjäger dran. Der hier flattert nochmal hoch mit seinem Jetpack. Darf ich kurz noch was sagen? Ja. Ich werde nichts sagen, aber es gibt noch einen Rebell, der noch lebt. Ja. Ja, deine. Ja, auf den ich hier drauf. Ach, dankeschön. Das ist ja nett von dir, dann greift er dich dafür direkt an. Ja, danke. der hat eine Blasterpistole und schießt aus nächster Distanz auf dich.
Oh, und er trifft dich sogar. Du bist tot. Und das will ich jetzt nicht sagen. Aber der trifft dich. Das ist mein dritter. Oder? Danke fürs Spiel, Lizard. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. 14 macht er dir. Und der trifft dich im rechten Arm. Ist das mehr als dein Damage Threshold, die 14? Ja, ne? Hm, wie Damage Threshold? Ich dachte, jetzt habe ich mir jetzt von meinen Hitpoints abgezogen. Ja, warte, ich guck mal eben. Wo bist du denn? Ich hab Angst, dass mein Raketenwerfer in die Luft fliegt, wenn er mich abballert. Ja, der hat schon auf deinen Kopf gezielt, also da musst du dir keine Sorgen machen. Dem, ja, ist ja auch so. Ja, da bist du doch, Jump Trooper. Gut, also ich habe jetzt nur noch 32 Leben, richtig? Ah ne, Threshold. Ja, ja. Die Armor müsste auch noch was abziehen eigentlich, oder? Ne, Armor wird schon bei Reflex Defense drauf gerechnet. Also der gibt dir keinen Abzug mehr in dem Sinne. Dafür bräuchtest du ein Shield, also Shield Rating oder Damage Reduction. Aber dein Threshold ist bei 16, das ist mehr als reingekriegt hast, dann ist gut. Ich pack dich mal daneben, damit ich den gleich nicht wieder vergesse, ne? Also ich meine, technisch betrachtet bist du auf ihm. Mach mal trotzdem eine Acrobatics gegen 12. Damit du da auf ihm bleibst, ja. Du bist halt eben mit deinem Jetpack auf ihm gelandet und er hat dir jetzt von unten gut in die Fresse geballert. Jo, du wirst durch die Wucht des Blasterschusses nach hinten geworfen und fällst dadurch selber auf den Rücken, also du bist gerade nicht mehr auf ihm. Ihr müsstet euch in der nächsten Runde dann gegebenenfalls beide berappeln oder auf dem Boden weiterkämpfen. Und das ist der Moment, wo die Kopfgeldjäger schießen. Zuerst der hier, der fliegt wieder hoch und ballert in eure Meute rein. AOE-Feuer. Der trifft euch nicht, also für halben Schaden. Heißt wieder 8 weg. Warte, ich würfe. Oh, habt ihr Glück. Der würde 12 machen, also 6. John nicht, der steht hinter dem Schild. Das fängt den Schaden völlig ab. Der andere hier hat jetzt den Sniper entdeckt eben und der versucht denselben Trick, nämlich hochzufliegen und dadurch in eine bessere Schussposition nach hier hinzukommen. Der hat allerdings ziemlich weit zu schießen und auch noch weitere Erschwerungen und der versucht einen einzelnen Schuss. Und ich stehe doch hinter der Deckung, also stehe ja mit einem Lüftungsschacht. Ja, der schießt auch daneben. Also er kann die Deckung halt ein bisschen besser überblicken, indem er nach oben fliegt, so weil er dann erhöht ist, schafft er aber trotzdem nicht. Als nächstes ist der Maverick dran. Echt? Okay. Ja. Er liegt auf dem Boden und ich. Ja. Er rappelt sich gerade hoch und ich rappel mich hoch. Ja, er liegt gerade noch, der hat es noch nicht versucht. Du wärst jetzt als Erster dran zu versuchen, dich aufzuraffeln. Gut. Kann ich mein Jetpack abnehmen und ihn auf ihn draufwerfen? Acrobatics gegen 15. Nicht unmöglich, aber auch nicht leicht. Eigentlich nicht machbar. Soll ich da bei Jetpack jetzt dran lassen oder ab? Ja, ich meine, du kannst das schon wie einen Rucksack abziehen, ne? Du liegst ja eh gerade auf dem Boden, damit du leichter aufstehen kannst. Aber das dabei noch auf ihn drauf zu werfen, ist halt ein bisschen schwierig. Deshalb, dafür müsstest du dann die Acrobatics gegen 15 würfeln. Mhm. Dann lege ich nur mein Jetpack ab. Okay, das machst du erst so. Mal. Habe ich jetzt trotzdem noch die Chance zu schießen oder ist das jetzt komplett mein Move gewesen? Das war eine Swift Action. Du kannst schießen, du müsstest aber noch aufstehen, müsstest du mit einer... Moment, ja. Lass mich erstmal ab, mein Links abnehmen. Oh, ist das einfach. Alle Werte wieder im Plusbereich. Acrobatics gegen 10 zum Aufstehen. Acrobatics gegen 10 zum Aufstehen, gut.
Aber Jump geht nicht, ne? Nee, ist Acrobatics. Das ist Acrobatics. Du springst ja nicht. Jo. Du stehst auf. Warum zweimal? Lol, okay. Jetzt kann ich auch schießen, ne? Jetzt kannst du schießen, genau. Der ist auf naher Distanz, das heißt, du schießt einfach. Der ist schon ein bisschen hinüber. Du schießt gegen 11 ohne weitere Erschwerung. Ja, läuft. Du Hausen weg. Gott, Munition noch wegnehmen. Lö, 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 lö. Jo, hab ich. Ich hab schon gerade nach dem Sound gefragt. Ich hab mich schon voll gefreut. Ja, ich bin da heute nicht allzu gut drin. Ich hab das schon ein paar Mal vergessen. Ihr dürft mich da gerne dran erinnern. Alles gut, alles gut. Alles gut. Okay, und die dritte Runde fängt an, ne? Sehe ich das richtig oder erst die zweite? Die dritte, ne? Die dritte. Die dritte, ja. Leandra. Tja, was mache ich? Granate. Ich würde eine Granate werfen. Okay. Auf wen? Okay. Hier vorne. Dann werf die Granate gegen 13. Kannst noch deinen Base Attack Bonus und deinen Dex Mod dazu nehmen. Auf was muss ich denn würfeln? Ja, würfel einfach ein W20 plus deinen Base Attack Bonus plus deinen Dex Bonus. 14. Okay. Ja, du wirfst ihm die Granate ziemlich genau unter ihn. Und kannst Schaden machen. Müsste, du hattest schon eine Granate im Heldenbogen, ne? Ja, eine hatte ich drin. Okay. Jetzt müssen wir gucken, am Helmbogen steht 4W6 plus 3, ist das richtig? Ja, das kann gut sein. 15. Du kullerst ihm die Granate dahin, die geht los und der wird ein ganzes Stück nach hinten geschleudert. Kommt aber noch auf dem Dach, auf dem Rücken auf. Und die Rüstung scheint immer noch intakt zu sein. Also der hat ja mit Sicherheit was reingekriegt, aber da die Rüstung nicht im Arsch ist, scheint der eventuell nicht tot zu sein. Okay, erstmal, wie sollen wir den denn töten? Ein großes MG-Geschütz, das Flugzeuge runterholt. Kratzt die nur an, Granate kratzt die nur an, was anderes haben wir nicht. Jetpack abschießen mal. Ja gut, die Granate hätte das Jetpack vielleicht auch treffen können. Wir können doch alle gemeinsam auf sie auf ihn drauflaufen laufen und ihn vom Dach schubsen. Er hat ein Jetpack. Heavy Weapon Danke. Trooper ist dran, John. Könntest du vielleicht den da hinten versuchen, wieder in deine Richtung, also dass er in deine Richtung sieht? Ich meine, du kannst ja auch schlecht auf jemand anders schießen. Ja, auf den Typen drauf. Plus 6 war das, ne? Plus 5? Du hast mit dem Lasergeschütz hast du plus 6. Du schießt gegen 28 insgesamt. Also gegen 22. Wenn wir die plus 6 und die und den Rest, du weißt schon. Natürliche 20. Ja. Ja. Doppelter Juppa. Schaden. Würfel mal. Also entweder würfelst du jetzt 3W10 und multiplizierst das Ergebnis mit 2 oder du würfelst 6W10, wie du möchtest. Ich würde sagen, der Gegner, der platzt einfach.
Auf welchen hast du geschossen? Oder auf hast du auch nie gemacht? Nee. Also auf den, ne, in gerader Linie vor mir. Okay. 48 ist ziemlich gut, muss man sagen. Tut der irgendwas außer in meine Richtung gucken? Ja, der guckt auch nicht mehr so richtig in deine Richtung. Der wird ziemlich nach hinten gedrückt und du siehst nur noch, wie er hier den Dingens runtersegelt. Der Sniper kann eine Perception-Probe machen gegen 9. Ich hab schon gezielt geschossen. Ja. Ja, das hat halt eine wahnsinnige Wucht, die Laser-Dinger, die ihr da raushaust. Aber du hattest doch den Sniper angeguckt, das heißt, du hast doch Jackpack im Blick gehabt. Der müsste doch eigentlich geplatzt sein jetzt. Weil so kann er ja wieder hochkommen. Ihr habt keine Explosion von einem Jetpack gesehen bisher. Sniper, würfel mal Perception gegen 9. Welche Perception? Die unten oder die oben? Eine ist Persuasion, kann das sein? Die Perception bei Persuasion? Warte, ich guck mal. Also die obere oder die untere Perception? Ich gucke. Du hast nur eine Perception, unter Mechanics die. Ja, und oben halt in Initiative. Bei Force Points da. Ja. Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Nimm die untere. Okay, gut, dann nutze ich trotzdem Sicherheitshalber einen Force Point. Mhm. Will die schließlich nicht gewonshottet werden. Ja, okay, gut, brauche ich jetzt nicht mehr, ziehe ich mir ab. Ne, das war auch nicht, damit du geschottet wirst. Du siehst, der hängt ja hier. Ja. Der hängt hier, mit beiden Armen hält er sich an der Kante von dem Gebäude fest. Ah, okay. Also der ist da nicht ganz runtergesegelt. Allerdings siehst du auch, der hängt halt mit seinem Jetpack, was noch nicht explodiert ist, in deine Richtung. Ne? Also der hängt mit der Brust an dem Dingens, der ist dir mit dem Jetpack zugewandt und du bist dran. Ja, ich lauf hier schön mal hoch. Ja. Und schieß mal schön auf ihn. So nah wie möglich. Da bist du auf Point Blank Range. Der wurde gerade ziemlich angehittet. Das heißt, der ist von 26 runter auf 22 mit seiner Reflex Defense. Dann schießt du gegen 22. Ich bekomme mir noch 4 Bonus, einerseits, dass ich ihn markiert habe, da der Point Blank ist. Ja. Dann schießt du gegen 18, richtig? Ja. Was muss ich nochmal zu meinen D20-Würfel dazu rechnen? Dein Base-Attack-Bonus von 3 und deinen Dexterity-Mod. Okay. Ja, dann. Worauf warten wir? Ja. Wir warten darauf, dass der Sniper snipert. Ja, okay. Er muss jetzt die Luft anhalten und so. Genau. Alles gut. Der Sniper muss sich Zeit lassen. Ja, den triffst du wohl ziemlich gut. Dann mach Schaden. Okay, da steht... Hast du auf sein Jetpack gezielt? Ich habe natürlich. Ja. 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 Verarscht ihr mich auch nicht? Nein. Dann ist ja gut. Dann mach erstmal deinen normalen Schaden. Äh,
Da ist mein Schaden. Okay, und dann mach nochmal 4W6 plus 4 Schaden für den explodierenden Jetpack. 4D6 plus 4, okay. Ja. 18 nochmal. Ja. Ja. Der kann sich eh nicht halten, der muss runterfallen. So eine Explosion, der so, ja, ist ja ganz schön gemütlich hier oben, ne? Ob der runterfliegt oder nicht, macht ihm auch nichts. Siehst du nicht mehr, weil es gibt eine ziemlich krasse Explosion. Lasst mich euch das akustisch veranschaulichen. Hello. Wow. So hört sich das an. Also, wenn jemand noch nicht Bescheid wusste, dass wir da sind, jetzt wissen sie es. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Ihr könnt alle eine Perception gegen 12 machen. Ach, Kacke, hätte ich mal wieder nichts gesagt, ey. Perception. Hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Hat jemand bestanden? John hat bestanden, Christian und Leandra haben bestanden. Ihr seht, wie sich hier von einem Balkon ein Speeder löst, sich hektischst in den Verkehr einfädelt, also genauso chaotisch, wie die Leandra das zuvor getan hat, und mit relativer Höchstgeschwindigkeit sich von Ebene zu Ebene fuschelt, um bloß hier wegzukommen, in diese Richtung. Und der Medic ist dran. Ich benutze meine Spezialfähigkeit und heile erstmal meine Leute wieder hoch. Die in deinem Umfeld sind, kannst du hochheilen, ne? Zwei genau, Stück sogar, das passt ja. Ich habe einmal das Medipack und einmal ein Operationskit und ich weiß nicht, welches von den beiden mehr heilt. Ich kann ja ganz generell alle gleichzeitig heilen, von daher möchte ich gerne mir das aussuchen, was am meisten heilt. Operation hast du im Prinzip jetzt nicht die Zeit für. Du kannst halt Wunden verbinden. Okay, Medipack. Und eine Spritze setzen oder was, wäre das Medipack, genau. Da Medipack. Machst du eine Wundheilung gegen 15, beziehungsweise Medipack um 2 erleichtert gegen 13 würfelst du. Alles, was du über hast, kriegen die zurück an HP. Okay, was sag, was ich würfeln soll, einfach. Auf Treat Injury, sorry. Treat Injuries. Treat Injury gegen 13. Das ist ganz unten. Oh, ja, du verbindest denen so ein bisschen die Wunden und stoppst damit wilde Blutungen, aber die kriegen keine HP zurück dadurch. Sind wir noch in der Dingsrunde? Ja, ne? Ja. Als nächstes sind die Rebellen dran, die tot sind. Als nächstes sind die Kopfgeldjäger dran, von denen noch einer da ist. Der zündet sein Medipack und fliegt zu diesem Haus. Auf dieses Dach. Gut, dass er sein Medipack gezündet hat und nicht sein Verdammt nochmal. Ich hoffe, dass er geplatzt ist dadurch. Ja, gibt der zündet. Malus auf die Würfe für den Sprung? Bitte? Gibt das einen Malus, wenn er das Medipack zündet, statt das Ja, der stürzt ab. Heilt sich aber während des Sturzes in 265 Stockwerken völlig hoch. Das ist kein Problem. Der Aufprall ist das Entscheidende. Ja. Der Absturz. Als nächstes ist ja, der Dennis dran. Flüchtet der Kerl? Ich meine, ich war ja neben ihm. Flüchtet er oder? Das sieht verdammt danach aus. Wir sollen ihn lebend schnappen. Ne, der nicht. Ist uns doch egal. Mir geht's also, um den, der nach unten abhaut. Wir haben nur ein Auto, ne? Rip. Das ist richtig Rest in Peace, ne? Das ist... Keine Ahnung. Ich könnte zwar mein Jetpack wieder anziehen, aber... Komm ich auch nicht hinterher. Das ich Ding würde ist ein Highspeed unterwegs. Abwehrgeschützen kommen wir da ran. Der soll leben. Aber sagt nein. Obwohl, die Geschütze machen sowieso keinen Schaden, also von daher... Wenn ihr damit mit den Geschützen in die Menge reinschießt, werdet ihr nicht nur ihn treffen.
Da, ohne riecht sich auch für lustig hier, Mann. Warum? Ist da die, grob die richtige Richtung? Da steht doch keiner mehr. Ja, ich rede nur von den anderen Leuten, die da rumfahren. Nur einer soll überleben. Von den anderen haben die nie geredet. Also du meinst den Straßenverkehr rundherum, den wir bis jetzt ignoriert haben? Genau. Ja. Mich würde es jetzt mal wirklich... Kann ich eine Erkennung starten, weil ich ja auf der rechten Seite irgendwo war? Ist es denn die Zielperson, die flüchtet? Guter Einwand. Machst du eine Perception gegen 18? Du hast das nur kurz gesehen, das Auto. Oder den Speeder, sorry. Ist relativ unwahrscheinlich, dass du was erkannt hast, aber würfel mal. Wenn du gegen 18 bestehst. Okay, sieht nicht gut aus. Ne, kannst du nicht sehen. Konnte leider nichts erkennen. Tut mir leid. Was ist denn für einen Brauch? Ich glaube, ich auch nicht zum Geschütz gehen und schießen, oder? Wie weit ist er jetzt weg? Ist er wirklich diese Entfernung weg? Der hatte schon eine Runde, das heißt, der ist 24 Squares weit weg. Also warte, weiter. Warte, jetzt immer noch in unserer Runde. Ja. Wir sind immer noch in der gleichen Runde, wie der gestartet hat. Okay, 12 Squares. Gut. Ja, aber der ist ja von dem Fenster hier unten aus gestartet und unsere Zielperson ist an den oberen Balkon. Heißt, es muss noch nicht mal unbedingt der sein. Ich würde sagen. Also, ich bin ehrlich, ich würde jetzt ehrlich gesagt auf das Antriebswerk von den Typen ballern und wir splitten uns. Ja, würde ich auch vorschlagen. Das ist zwar waghalsig, aber wir haben nicht keine andere Wahl. Soll ich es versuchen? Hau drauf. Alter, oh, das wird geil. Junge. Okay, was darf ich würfeln? Du schießt gegen 13 plus 2 Entfernungserschwerung, also gegen 15. Wie geht das? A plus 6 macht er dir, das Geschütz. A plus 6. B 20 plus 6. Ja, ich meine, was muss ich dann eingeben? Lass mal nicht. Weil mit diesem also D20, ne? Genau. D20. Roll 1D20 plus 6. Roll 1D20 plus 6. Ja, du triffst ihn. Schaden waren 3W10, glaube ich, ne? Warte. Durch halbes Level. 3W10, ja. Ich habe aber nur auf das Antrieb geschossen, ne? Denk dran. Jetzt ist Angst, ne? Ja, ein bisschen schon. So, jetzt nochmal Schaden machen, ne? Ja. Roll. Wie war das jetzt? 3D10. 3D10 ohne Plus, ne? Ohne nichts. Ja, ja, eigentlich technisch betrachtet noch plus dein Level. Ah ne, wir schützen nicht, nur 3W10. Nur 3W10. 20. 20. Halbieren. 3W10, ne? 3W10. Ja. Ah, gut. Fast. Zum Glück. Also das zählt nicht. Gut. Ja, gut. Du schießt auf seine Triebwerke, die Feuer fangen und du siehst, wie er abschmiert auf eine tiefere Ebene. Was dann passiert, kannst du nicht sehen. Da sind halt ein paar Häuserschluchten im Weg, also du kannst nicht sehen, ob du den völlig zum Absturz gebracht hast, nur in Anführungsstrichen verlangsamt hast oder was auch immer du mit dem gemacht hast, aber der hat auf jeden Fall gesessen, der Schuss. Geil. Gut. Dann würde ich sagen, die drei, Commander, ich würde sagen, dass ihr drei... ab in den Speeder, wir hinterher und ihr zwei guckt mal euch das untere Stockwerk an. Ich würde noch lieber die eine Gefahr da oben eliminieren. Der ist geflohen. Ja, das kannst du ja gleich machen. Also ich wollte gerade sagen, der haut ab. Der ist doch geflohen, ja. Der kann wiederkommen. Der kommt doch nicht wieder, wenn er flieht. Der ist raus. Ja, bestimmt wird er nicht wiederkommen, wenn er sieht, dass drei von uns weggehen. Ja, ansonsten gehen Amedi und ich mit dem Speeder hinterher und ihr schießt noch mit den großen Waffen auf ihn drauf. Sprich, Heavy Weapon schießt noch auf ihn drauf und wir zwei gucken mal unten den Unfall an. Gute Idee.
Was jetzt? Ja, wir drei bleiben hier und die beiden, also der Medic und Commander, fahren mit dem Jetski, wollte ich gerade sagen, mit dem Speeder hinterher. Den Medic, den müsst ihr im Übrigen mitnehmen, wegen den Kabelbindern für die Handschellen, für die Handschlaufen. ich habe die Handschellen. Achso, du, ach kacke, und ich du bist ja ganz weit weg. Ich hab auch Handschellen. Gott, zur Not hauen wir den Wasser über die Rübe. Okay, ich hab dann, auch Handschellen. Dann haut rein, fahrt, haut ab, tschüss. Geht. Wir haben keine Zeit. Ja, je mehr wir quatschen, desto eher sind die wieder weg. Flieht der Kopfgeldjäger weiter da oben? Ja, der würde sich während ihr diskutiert, macht er sich weiter auf in diese Richtung von euch weg. Ich schieß mal hinterher, damit er auch nicht motiviert ist, stehen zu bleiben. Okay, kannst du gegen... mach gegen 22. Der hat halt schon einiges an Refdiff verloren, aber der entfernt sich zusehends. Dann mach Schaden. Boah, du sammelst aber gut rein. Ich guck mir, während ich auf den schieße, mal an, ob man die Kanone mitnehmen kann. Also ob sie irgendwie... Gefällt dir, ne? Ob man das Schild abbauen kann, um das an meinen zu basteln oder irgendwo anders dran. Die Kanone alleine schleppen, würdest du sagen, ist relativ schwer möglich, weil sie so schwer ist. Die müsstet ihr zu zweit schleppen und die würde euch behindern. Also mitten in der Verfolgungsjagd ist halt wahrscheinlich nicht zu empfehlen. Generell könnt ihr sie aber abtransportieren, mitnehmen. Das Schild anderweitig zu montieren, würdest du auf jeden Fall Zeit brauchen, um das, also das kriegst du auch nicht jetzt mal eben hin. Ja, okay, aber ich gehe ja mit den anderen beiden erstmal runter und der Leandra und Medic wollten doch, bin überzeugt, die steht da gleich noch. Wollen wir uns aufteilen? Ihr teilt euch auf. Ja, wollen wir, das ist auf jeden Fall schon längst passiert. Wollen wir 10 Minuten Pause machen? Bitte. Ja. Okay. Alles klar. Yep. Und dann um 5 vor treffen wir uns wieder, wa? Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.